Hallo. Hallo. Hallo, hallo. Hallo. Ich hoffe, man hört mich nur diesmal, weil in den letzten Streams war anscheinend meine Stimme sehr leise und das Spiel sehr laut. Ja, das musste ich auch noch anpassen. Ja, ich habe jetzt Mikro geboostet auf 15, plus 5, nee, plus 10 und Gaming Audio auf minus 20. So, okay, ich bin ready. Ich glaube aber, ich gehe mal in Vollbild. Ja. So. Bist du da? Ja, ich bin da. Ich schaue nur, Okay. ob mein YouTube. Ich glaube, mein YouTube-Stream ist gerade abgekackt. Oder? Und dann nehme ich jetzt mal die Quest an. Dann kriegst du den Marker für die Dungeon, wo ich gerade stehe. Ah, okay. Herstellen? Okay. Kann ich da auch was Wahnsinn. Neues herstellen oder was? Warm, weiß, leuchtende Substanz. Okay. Ah ja, diese neue Leuchtblock da. Den warm weißen Ja, den finde Leuchtblock. ich ziemlich cool. Also, der interessiert mich schon mal generell. So. Okay. Oh, ich glaube, ich hoffe, du bist nicht zu laut im Stream. Das würde dann schon jemand sagen. Ja, eigentlich nicht. Ich musste bei mir auch generell ein bisschen lauter Nee, nee, machen. ich meine bei mir, weil im OBS wird es ganz schön rot, wenn du sprichst. Ja, das ist aber bei mir auch. Ah, okay. Ich habe noch Booster alles drinnen, weil ansonsten wäre ich ziemlich leise. Ich kann gleich mal bei einem Soundcheck bei dir gucken. Sag mal was. Test, Test, Test. Test, Test, Soundcheck. Ja, okay, ich bin tatsächlich. Oh, ich bin ganz schön laut. Ja, okay, so laut. Oh nein, man versteht dich wunderbar. Okay. Weil in den letzten drei Streams war ich so leise, man hat mich kaum gehört. Kein Wunder, dass man da keine Zuschauer kriegt, wenn man mich nicht hört. Ja, das ist doof, ja. Das war, ist Ja, aber okay. seltsam gewesen. In CS war ich richtig gut hörbar, aber in Enshrouded komplett leise. Ja, okay. Vielleicht schreist du einfach in CS mehr. Da, wo du jetzt bist. Das kann Okay. sein. Dann fangen wir von klein nach groß an, oder was? Ja. Ich habe Und keine da Ahnung, wo die brech anderen dich. sind. Ich weiß nur, wo die erste ist. Kriegst ja Mark. Aber du wirst wahrscheinlich, wenn du die Quest abgeschlossen hast, dann den Marker für die nächste Quest, für die nächste Dungeon kriegen. Schätze ich mal. Ja, ich schätze, ja, schätze ich auch mal, dass wir das jetzt fertig machen müssen und dann geht's in die nächste. Jetzt erstmal nur schauen, wo man da nochmal hochkommt. Du kannst nicht zufälligerweise ewiger Säurebiss herstellen, oder? Nee. Scheiße. Ein Zauber ewige würde ich gerne herstellen, nur damit ich sie habe, aber habe ich tatsächlich noch nichts für gefarmt oder so. Ich könnte den ewigen Feuerball herstellen in meiner Welt. Ne, ich den Eisbolzen, den jeder hat. Ja, den kriegst du ja durch die Quest. Oder so, ja. Ach so, Moment, da muss ich noch jemandem Bescheid sagen. Baue ein Labor, das muss ich auch machen. Ja, ich bin immer zu faul dafür.
Halt jetzt das Farmen irgendwie die letzten Mal, ich hatte einfach keinen Bock. Oh, du hast mir einen Elektrostab gesehen, gegeben, habe ich gar nicht gesehen. Weißt du, ob ich, wenn ich dich mit dem Heilungsstrom heile, mich auch heile? Keine Ahnung. Weil der ewige Heilungsstrom, der funktioniert nicht auf mich selber. Ich kann ihn nur auf andere Spieler anwenden. Ja, dann höchstwahrscheinlich. So, jetzt. Mounts wären halt Ja, noch cool. bitte, Okay, man Captain bewegt Heilung sich halt. schon sehr schnell, aber Wie bitte? noch coole Mounts wären halt nice. Das wär's So halt. aller Palworld, dass du vielleicht auch fliegen kannst mit denen. Das wäre nice. Ja. Das würde ich feiern. Kommt wahrscheinlich. Da war ja irgendwas mit Pets, glaube ich, in der Roadmap. Ja, ist ja natürlich auch cool, so Begleiter, die vielleicht nicht kämpfen oder so. Aber jetzt bin ich ja schon mal froh, dass jetzt so schnell schon so ein großes Update kam. Jetzt freue ich mich auf unsere erste Dungeon, wo wir vermutlich gleich komplett auseinandergenommen werden. Naja, das ist die Ich erste Dungeon, befürchte wenn die noch fast mal. ziemlich hoch geht. Also, Ja. ich glaube, das schaffen wir schon. Ah. Halt die Ja, im spätestens bei der schlimmsten zweiten Fall. vielleicht. Im schlimmsten Fall baue ich wieder auf Tank um. Nicht mehr auf Berserker und du darfst deinen Heilungsstab nicht wegpacken. Ja, holy, wo ist denn das blöde Ding? Komme ich denn dahin? Über dir. Ja, wie bist du da heraufgekommen? Weiter, 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 genau. Genau in die Richtung. Hier lang. Jo. Nur was Rotes runter, rot leuchtendes runterspringen. Aber dieser weiß leuchtende Block, der schaut auf dem Bild schon mal ziemlich geil aus. Jetzt ist bloß die Frage, ist das wirklich, leuchtet der wirklich oder glänzt der einfach nur sehr hell? Das ist die Frage. Aber warte, ich muss mal das Spiel ein bisschen leiser machen, weil ich habe gerade die Kopfhörer aufgesetzt. Normalerweise liegen die auf meinen Schultern. Ja, Mann, der Game Sound ist halt schon pervers laut. Ja. Ah, da ist es doch, oder? Jupp, das ist es. Warst du schon drinnen? Nee, ne? Nee, ich war noch nicht drinne. Ich stand nur davor. Nice. Und let's go. Schick, schick. Oh, blindet. Ach so, das waren nur Knochen. Oh, hier geht's los. Okay, schauen wir mal, was die so drauf haben. Ach so, die sind ja Level 10. Sag ich doch. Okay. Okay, das. Oh, die Aber wir solltest du sollten looten. mal. Die haben diese Oh, Kristalle. So komisch. Ektoplasma-Fragment und Schädelbeschwörungsgefäß. Okay. Ich glaube, wir sollten hier alles mal kaputt machen. Rotes Marmorfragment gefunden. Boah, da kann Knochenpfeil. man diese. Ja, geil, das sind die neuen Materialien, dann diese roten Blöcke hier. Ah. Ja, geil. Knochenpfeile. Ja, okay, definitiv alles zerstören, was wir finden. Okay. Verwenden. Boah, also ich weiß schon, ich reiß alles ab und baue alles in roten Marmor.
Sesam, öffne dich. Okay, ab hier geht's dann los. Boah, die Tische schauen auch richtig geil aus. Hier kannst du reparieren. Schau dir mal die roten Tische an. Ah. Der schaut nice aus. Oh, roter Marmor, roter Marmor. Dann ist bloß wieder die Frage. Hä? Achso, da war Heilung drin, okay. Wo findet man roten Marmor? Ah, die roten Dinger gehören zu dir? Ja, glaube ich. Okay. Nee, zu dir, oder? Nee, ich habe nichts beschworen. Nee, doch zu mir. Ja, ich kann solche, wenn ich die töte, dann habe ich, glaube ich, eine 30%ige Chance, so Totenköpfe zu beschwören. Ah, okay. Die ziehen dann auch sogar Aggro. Ja, nice. Also ich weiß, was ich machen werde. Ich werde ganz viel roten Marmor farmen müssen. Muss man direkt schauen, wo man roten Marmor herkriegt. Oder ob es den wirklich nur hier drin droppt. Noch. Was ich mir jetzt nicht vorstellen kann. Wenn du Heilung brauchst, sag Bescheid, weil ich glaube, ich sehe deine HP nicht. Ja. Ja, ich glaube, du siehst meine HP, wenn ich HP verliere. Ach so, okay. Und was war das? Ah. Hier geht's erst weiter, wenn das DLC das nächste draußen ist. Ich habe hier irgendwas aufgehoben gerade. Ja. Ah, das war so ein Rätsel oder so. Ja, genau, irgend so Rätsel ist das. Zwei. Ach, da oben. Jetzt, ja. Ah, Barriere gelüftet. Nice. Ist lustig. So ein kleines Minigame, um die Barriere zu öffnen. Muss solche Seelen aufsammeln. Oh, okay. Habe ich jetzt durch Zufall einfach eine aufgehoben und dann habe ich das den Fanghaken-Dings da gesehen. Ja, na, dann gehen wir mal nach rechts. Oh, hier sind Sachen zum kaputt machen. Oh, ist das ein Geheimgang? Nee, doch nicht, schade. Oh, die sind Widerstand gegen Feuer. Egal, die sterben sowieso One-Hit. Ja, das sind Skelette. Oh. Boah, da kommen aber schon ziemlich viele. Also ich kann mir vorstellen, das wird noch richtig lustig. Hm, später dann, wenn es höher wird. Mhm. Hier sind noch Sachen, ne? Zum Zerstören. Ach, scheiße. Ich muss halt mein Zeug, glaube ich, langsam reparieren. Ich hab dir gesagt, da vorne waren Teil zum Reparieren. Also, ah. Also wenn du schnell zurückrennen willst. Nee, ich hab noch einen Zweihänder, mit dem ich die One-Hitte, also von daher geht's schon. Ich hab auch noch einen Zweihänder zur Not. Sprungangriff macht One-Hits. Ah, hier ist zum Reparieren. Ah, das war jetzt aus Versehen eigentlich, dass ich das angeklickt habe. Warte mal, das könnten wir ja dann eigentlich zu dritt machen. Mana-Trank gleich mitnehmen. Ah, hast du das Zeug reingepfiffen? Nö, nö. Ja, okay. Ich wollte erstmal abwarten. Braucht man eigentlich sowieso nicht. Ja, deswegen, ich bin ganz froh darüber, dass ich jetzt auch angedacht habe. Ich hau's bei mir trotzdem rein, ich habe hier sowieso genug Zeug. Was zum Lesen. Okay.
Ah, hier ist dann wieder Rätsel, okay. Au. Aber hierhin geht's noch weiter. Also hier möchte ich tatsächlich alles gründlich warte, warte, absuchen. warte, was ist das da? Das sind diese Fragmente hier. Ach, nice. Ektoplasma-Fragmente. Ja, das nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Und Knochen. Hier kannst du gut Knochen farmen. Ja, das ist cool. Oh ja. Aber diese Ektoplasma-Fragmente, die nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Ich weiß ja noch nicht, was man damit machen kann, aber... Ja. Wir werden es herausfinden. Aber schaut hier. Hier vorne ist noch viel. Wollen wir schauen, ob ich das hier abbauen kann, aber ne. Genau, die Barriere haben wir ja schon gelüftet. Ach, ist schon offen? Ja, du hast sie, glaube ich, aufgemacht. Hab ich? Ja, oder der Kill von dem Dude, den wir da oben gekillt haben, hat gelüftet, ich weiß es nicht. Ich würde noch nicht runterspringen, erstmal in die andere Richtung gehen da. Falls es hier lang geht. Oder auch nicht. Ich würde nochmal zurück und danach links gehen, oder? Ja. Ja, wir können ja hier ja dann wieder rein, oder nicht? Ich glaube, hier geht es nicht nur wieder nach oben, wenn wir hier runterspringen. Ja, okay, gehen wir mal zur Sicherheit. Ne, haben die Dungeons hier dann sowas wie einen Cooldown? Nee, oder? Das weiß ich nicht, das stand nicht da. So, okay. Weiter geht's. Ja, wollen wir wirklich zurücklaufen? Ja, ich würde halt schauen, was noch auf der linken okay. Seite ist. Bevor jo. Wir da runterspringen. Nicht, dass wir irgendwas Wichtiges verpassen oder so. Ja, schon. Auf jeden Fall. Weil Loot will ich jetzt so viel wie möglich auf jeden Fall gleich. Wo war denn das? Einfach zurück, dann sind wir, kommen wir gleich. Geht es geradeaus? Das hört sich wie ein Boss an. Oder auch nicht. Scheint irgendwas zu sein. Au. Knochenstrom, neuer Zauber gibt es. Interessant. Genau, dass ich halt eiskalt gleich gesnackt. Willst du ihn haben? Ach, hier geht auch noch auf. Nö, nö, alles gut, ich zauber ja nicht. Da siehst du gut, dass wir nochmal zurück sind. Was macht denn der Zauber? 0,3 Sekunden Wirkzeit, oha. Jetzt müssen wir nur noch hier lang, oder? Hier schauen, ob hier irgendwas ist. Aber sieht nicht so aus, oder? Nö. Okay, dann geht's nur da lang. Scheint irgendwas Verschüttetes zu sein.
Ey, warte, hier ist was. Ein Geheimgang. Ja, ich hab's auch gerade gesehen, wie ich drauf zugeflogen bin. Ist so geheim, dass es hier noch nicht mehr was gibt. Es könnte vielleicht eine Kiste vergraben sein hier. Ah ja, hier leuchtet was. Ja, silberne sogar. Oh. Also es ist jetzt nichts Weltbewegendes, aber es schaut verdammt cool aus. Knochengeißel, Streitkolben und so Totenköpfe und so. Das bin ich richtig? Treibe runter, ja? Ja, richtig. Okay. Bin nun. Ach so, du bist auch schon. Ach so, das ist Ektoplasma-Zeug. Ich habe gerade irgendein Fragment aufgesammelt. Hier vorne ist auch eins. Und hier ist ein Kletterhaken. Oh. Jetzt habe ich springend vermasselt. Ah, hier ist noch eins. Eins fehlt, mindestens eins fehlt uns noch. Ein so ein Fragment. Ah, ich habe eins, ich habe eins. Oh, hier ist eine Truhe. Was ist das? Ah, da drüben ist das andere. Kann ich da rüber springen? Zwei Eisenrüstung nee. Pro. Oh, das ist, hört sich geil an. Oh, wiederbelebe mich mal bitte. Wo bist du? Richtung Fallbrücke, also halt über die Brücke, die wir gekommen sind, links. Ja, ich daneben. Dich. So ein kleines Loch. Bin ein bisschen tief gefallen. Kann ich dich gleich heilen? Yay. Ewige Kettenheilung. Bleib da! Ups. Ich sag doch, bleib da! Aua. Ich wollte dich heilen! Okay, heil mich mal bitte. Ich habe so das Gefühl, das grüne Zeug sollte man nicht reinspringen. Ja. Dauert nur ein bisschen, weil ich nicht auf Heilung gespeckt bin. Habe ich das jetzt? Nee, habe ich nicht. Jetzt habe ich's. Hä, da war doch klar was zum Aufheben, oder? Oder auch nicht. Ausdauer. Danke. Nimm doch den Ausdauertrank. Ich habe noch zwei weitere im Inventar. Ja, alles gut. Ich habe auch noch Früchte und keine Ahnung, was ich alles habe. Da ist noch eins. Das müsste das letzte sein. Ja. Ja. Wow. Warte mal. Schon, ob hier noch irgendwas ist. Mhm. Sesam, öffne dich. Nächster Checkpoint.
Ja, geil, das scheint also auch recht lang zu gehen hier drin, ha? Ja, die haben gesagt, das ist ein ziemlich große Dungeon. Dann gehen wir erstmal hier runter. Muss bloß mal Ausdauer. Jetzt kann ich mal Buff-Food. Meine Joker-Früchte. Obwohl, die Keulungsstrom brauche ich eigentlich. Oder? Ja, doch, noch behalte ich für mich selber. Ich habe auch noch einen Heilungszauber. Das sind noch zwei Türen und einen Gang geradeaus. Ja, aber Kettenheilung kann ich nur auf dich machen. Oh, hier ist ein Haken. Oh, hier ist eine Geheimtür. Irgendwie sowas. Ja, oh, fett. Ah, hier ist was zum Hochklettern. Hier hinten versteckt. Oh ja, hier ist eine besondere Kiste. Ja. Jo, während du übersiehst, dass du angegriffen wirst. Nö, ich bin nur glutgeil. Boah, der Zauberstab. Boah, der schaut ja mal richtig cool aus. Warte, ich schick dir den mal. Alter, der bringt uns nicht wirklich viel. Der schaut cool aus. Ja, meiner ist leider besser. Der sieht geil aus. Ich würde sagen, wir überspringen einfach alle Dungeons und gehen gleich zum letzten über. Müssen wir erstmal wissen, wo die ist. Das ist das Problem. Sonst irgendwas hier? Ah, hier ist eine Tür, ja. Ah, hier ist noch ein... Naja, nicht ganz so geheimer Geheimgang. Oder warte mal, ach nee, von hier sind wir gekommen. Dann noch die andere Seite erkunden. Wir hätten nur einen Sound machen können, wenn man die Türen aufmacht. So leise, wenn man die aufmacht. Die Türen hätte ich gerne für mich zum Bauen. Vor allem in der Größe auch. Wieso hab ich immer Aggro? Die entscheiden sich immer dafür, mich anzugreifen. Auf mein ADC passt schon. Da sind wir gerade lang. Okay, ja, genau. Ich wollte bloß das sicher immer nachschauen. Ja, mehr Marmor. Ich sehe schon, ich brauche ganz, ganz viele roten Marmor. Und mir gefällt auch das Design hier. Generell, wie die aufgebaut sind, das ist recht hübsch. Hier ist was zum Lesen. Jo, das kannst du gleich mal machen. Hier ist dann auch noch eine Tür, links. Ja, dann gehen wir erstmal durch die Tür, weil hier oben ist der Checkpoint und auch eine Reparatur. Ah, die geht noch nicht auf. Oh. Echt? Hast du das gehört? Da hat was geknurrt hinter der Tür. Aha. Oder das reparieren? Oh, es geht nach vorne und nach hinten. Oh, das da hinten sieht nach Bossraum aus. Schau mal, hier unten ist auch noch was. Ja, hab ich ja gerade gesagt. Achso, das ist mein. Ja, dass es nach vorne und nach hinten geht. Achso. Ich sehe gar nichts. Okay, ich schätze mal, das ist, wenn man runterfällt.
Mal Ausdauer recken lassen. Ich habe mit dauerhaft fast maximal Dauer, Ausdauer. Okay. okay. Okay, da müssen wir wieder so Runen finden. Ich glaube, wir können uns da auch aufsplitten. Ja, oder auch nicht, weil die Tür nicht aufgeht. Da auch nicht. Schau, genau, schau du nochmal da, wo du gerade bist. Ob ich da was übersehen habe, weil da habe ich jetzt nicht wirklich gesucht. Ich sehe zumindest nichts. Oh, von hinten kommen sehr viele Gegner. Ja, bei mir auch. Hast du eine Falle ausgelöst? Oh, die Zweihandwaffe, das. Oh, jetzt bin ich geglitten, das wollte ich gar nicht. Alter, mit Zweihandwaffen zuschlagen, wenn so viele sind, das ist gar nicht so einfach. Danke, Ich Rainer, für den bin Follow. irgendwie keinen Schlag durch, ne? What's up, Rainer? Jetzt. Thanks for joining. Yeah. It's fine. Yeah, I speak English. But we mainly speak in German. Jetzt stillhalten. Ah. Ich sollte mich mal heilen. Hier ist halt auch ultra viel Loot, ne? Also Knochen und so habe ich definitiv keinen Mangel dann. Definitiv nicht. Da kommen ja noch mehr. Alter. To explain you what we are exploring the new patch. New dungeons has been added today, called the Hollow Dungeons. And Alter. this is the first dungeon, the easiest one. Ich habe neues Material bekommen, ne? Ja? Hallen der Erforscher, ja. Kann ich dir mal schicken, dann kriegst du das Rezept. Ich habe hier gerade echt Trouble. Ich helf dir. Boah, Alter, die Gegnermengen sind geil. Gefällt mir richtig gut. Oh, eine lila Chest. Yes, I am. Ja, geil, Hallen der erloschenen Block. Ja, hab ich auch gerade Hast du bekommen. den? Ja, ist Ja. dasselbe. Nice. Ich muss meine komplette Hütte abreißen, ne? The dungeons are really big. We are streaming for 46 minutes now. Already. About 50 minutes in the dungeon, I'd say. I'm from Germany. Me too. Carnivora is from Germany too. Ooh, California, nice. Ah, die hast du aufgehoben. Meine Tasche ist langsam voll. Meine auch. How are you doing? Zerstör mal die Waffe. Ja, vor allem, ich habe Zauber, die ich gar nicht brauche, eigentlich. Und die Pfeile brauche ich auch nicht. Alter, so viele Knochen. Ja, also Knochenmangel gibt es bei uns, glaube ich, jetzt keinen mehr. Oh ja. Schon wieder Gegner. Aber ich muss sagen, hey, das ist Level 10, ne? Die anderen werden, glaube ich, echt brutal schwer. I visited Berlin too. Don't worry, it's fine. Berlin is a really nice city. Ich glaube, ich loote die gar nochmal. Oh, was ist das? Ah, Oh! der neue Dings, wie heißt das? Überlebende. Ja,
Nice. We just discovered the new survivor. They added a new survivor too with the patch. So you can have 1, 2, 3, 4, 5, 6 survivors now. Jetzt habe ich die Tür zugemacht. Oh, ein goldener Silberschussbogen. Oh, nächste Stage. Na, ich denke eher Ausgang. Naja, da wird schon bestimmt Boss sein. Weil die haben gesagt, es gibt legendäre Items hier drin. Oh, warte. Hast du noch Marmor? Nee. I do like arts. I'd wish to be able to draw, but I'm too lazy to learn it. Me too. I'm studying informatics, for example. Ist das echt das Ende? Och komm. Yep. Ending. Ich dachte, da gibt es legendäre Gegenstände hier drin. Ja, vermutlich, weil es die Einführungsdungeon ist. Sure. It's... wo bist du hin? Achso, zurück wahrscheinlich. Genau. Jo, die Base. Den stelle ich vorübergehend hier hinten hin. So, this is Carnivora's world. We are playing together on his world and he built a really nice base. Currently we are working together on a hidden tomb. Höchster Dickicht Knochenschlüssel. Aha. Man muss also Schlüssel craften. Oh. Und hier gibt's schon die Tische und die Stühle. Nice. Oh, wir sind wieder unten drunter. Ziemlich nah an der Oberfläche. Hast du Ektoplasma-Fragmente noch? 116. Jo, dann gib mir mal bitte welche. Moment. Weil bei dem hier... Warte, ich schau, dass ich den woanders hinstelle. Hier hinten ist I dope. Accepted you. Bin auf dem Weg. Ja, hier ist der neue Dude. Ah ne, am Eingang. Oh, der sieht cool aus. Und wir müssen den düster Dickicht Knochenschlüssel craften. Ich hab die alle gegeben. Danke. Okay, der ist gecraftet. Okay, dann mal alle. Wo kann ich mein ganzes Müll abladen? Ja, hier oben. In die Kisten rein. Ist egal wo? Ja, halt da stacken am besten. Heilungsstrom nehme ich mit. Ah, und die neuen Blöcke will ich unbedingt sehen. Ah, das sollte ich wegtun, damit ich mehr Platz im Inventar habe. Ich will halt die neuen Sachen noch gar nicht zerstören, aber es bringt halt auch nichts, die aufzuheben, ne? Mm. Du bist jetzt auch bei epischen gewarnt zum Zerstören, weil? No. Warte mal, Schild des Lichts, ist unser Schild des Lichts blau? Ich hab ein Flammenschild, legendär, 14 Block. Ein Flammenschild, legendär. Ja, den hab ich. 14 Block. Ah, okay, ne. Ah, ne, 14, ich hab 17 Block. Soll ich dir den 17 Block geben? Passt schon. Willst du ein paar Dietriche haben? Ich hab genügend. Nee. Okay. Ich weiß jetzt erstmal alles hier rein. Auch die Zauberknochenstrom. Ach ja, Knochenstrom.
Ganzen Tränke packe ich jetzt auch mal hier rein. So. So, ich will jetzt nur mal, kannst gleich mal in die Main Hall da runterkommen. Ich jetzt Moment. die neuen Blöcke nur mal hinsetzen. Das muss ich jetzt sehen. Ach ja, stimmt. Den tauschen. Okay, die Wände. Wow. Oh, ne. Ich wollte schon sagen, die Scheine, die sind ja nur ein bisschen rötlich. Oh, Ja, sieht nicht nice. schlecht aus. Oh, very nice. Na, ja. Ah, du hast ja keine in den Gefällt Kisten. mir. Wo sind deine Münzen fürs Upgrade? Wie schaut der Boden davon aus? Ja, ich glaube, ich muss meine komplette Base umdekorieren. Wo sind deine Münzen? Rechte Kiste, glaube ich. Ah, Stein her braucht man für die Blöcke. Ah, da. Also definitiv Stein und Teer farmen. Ah, gefällt mir sehr gut. Was? Interessant. Aber was mache ich jetzt mit dem roten Marmor? Das ist die Frage. Wahrscheinlich durch die anderen Quests irgendwie freischalten. Möglich. Kann ich jetzt bei dem irgendwas mit rotem Marmor herstellen? Ne, da braucht man ja Stein. Okay, wird sich noch zeigen, ne? Ich bin hyped. Jetzt zum Dickicht. War das Ding auf der Karte Haben wir angezeigt? die nächsten schon? Nee, irgendwie noch nicht. Oder? Das ist die südliche Karawane. Da oben haben wir eine Quest. Warte, ich. Plasma-Presse für den Sammler. Können wir aber gleich mal mitmachen. Ich habe die Da habe ich jetzt. nächste gefunden. Für den Echt? Sammler. Das ist genau für den Sammler. Da bin ich gerade auf dem Weg hin. Ah, okay. Die Plasmapresse, ne? Genau. Jetzt ist der Ping weg. Während ich losgeflogen bin. Boah, ich fliege halt schon wieder mitten in der Nacht. Ne? Ich habe keine Ahnung, wohin ich fliege, weil ich einfach nichts sehe. Okay, ich bin abgestürzt. Okay, wie. Also Nacht ist hier halt schon tatsächlich Nacht. Oh ja, die Nacht ist echt krass. Sind jetzt auch mehr Gegner unterwegs, kann das sein? Ja, um einiges mehr Gegner sehe ich. Die Frage ist, wie kommen wir da hoch? Ja, das wäre bei Tag halt echt einfacher, ne? Hm. Können ja schnell Warte mal, hier zurück. vorne ist eine Ruine. Hier ist ein Eingang, da oben ist Feuer oder so. Ja, hier geht's hoch, da wo das Feuer ist. Samets Vermächtnis. Bin auf dem Weg. Aua. Nee, das ist nicht neu.
Genau, hier war der Kessel drin. Ein Schmelztiegel. Nehmen wir halt nochmal mit. Was soll der Geiz? Kannst rein. I've been stream. I started streaming 7 years ago, but I barely did it. I just started recently again to stream a bit more often. Oh, Sackgasse. na der Falke, wo lang müssen wir? Ah, hier geht's hoch. Ich hab's geschafft. Echt jetzt? Ja. I didn't, but I will look into it if I have time. And you are right. The beginning is always hard, but if you keep going, you eventually grow. Ich sehe wieder gar nichts. Ja, ich bin auch gerade auf gut Glück. Ne, ich habe eine Fackel zum Glück dabei. Ich sterb gleich, weil ich mit der Fackel kämpfe. Das solltest du vielleicht nicht machen. Hätte vielleicht eine Fackel mitnehmen sollen, ne? Oh, hier ist so ein hässlicher Grüner. Ja, Hä? I'll do it. Ist hier kein Weg, doch hier. Macht es für dich auch Licht, wenn ich die halte? Okay. Okay. Sind wir jetzt endlich richtig? Glaube. Bin jetzt einfach mal losgeflogen. Jetzt ist hier wieder eine Wand. Ich sollte nicht mit einer Fackel kämpfen. Die macht keinen Schaden. Irgendwie hängt mein OBS. Das zeigt mir auch an, dass sie mir erst seit 22 Minuten streamen. Ja, das ist irgendwie verbuggt. Muss man auf Rechtsklick aktualisieren klicken. Vielleicht hilft das. Ich glaube, die stecken fest. Das Gefühl habe ich irgendwie auch. Habe ich einen Ausgang gefunden? Oh, ich habe einen Ausgang Gut gefunden, aus, oder? ja. Jetzt müssen wir nur den Berg nach oben kommen. Warte mal.
Unternehmen. Ja, wir hätten oben am Berg. Müssen wir irgendwie langlaufen, aber fragen mich nicht wie. Da links hoch müssen wir. Ich weiß, dass ich irgendwie auf den Berg hochgekommen bin. Oh, da ist ein Greifhaken. Weil ab da oben ändert ja die Early Access Version. Ah ja, echt? Ja, das ist der Screenshot, den ich geschickt hatte. Ach, das war hier oben? Ah, okay. Obwohl, könnten wir schauen, ob das jetzt weg ist. Ja, na, mit Sicherheit. Ob die das erweitert haben. Ne, wir müssen genau in die andere Richtung. Wir laufen genau in die falsche Richtung, ne? Ich gehe mal schauen, ob das die Warnung noch da ist. Ja. Oh Gott, wie war ich gerade? Es ist dunkel, ich sehe gar nichts. Bin jetzt hier bei einem Haus. Voll mit Spinnen natürlich. Aber komme ich hier am Haus irgendwo hoch? Nee. Hallo, Jaskal. Hallo, hallo. Oh, wow. War ein bisschen tief. Alter, ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen, ne? Ich nehme jetzt nochmal. Ich habe ja noch einen Zauberpunkt. Jetzt gehe ich einfach nochmal dahin. Ich soll dir auch Hi sagen von Jaskal. Danke, danke. Oh, ich sehe gar nichts, da kann ich nicht den Berg klettern. Oh, und ich falle natürlich Bin runter. ich wieder bei dem Vermächtnis? Auch hier eindeutig ein Navi. Frag Siri. Oh Scheiße, das wollte ich eigentlich nicht. Alles klar. Können wir machen, ja. Spielt er eigentlich auch Enshrouded? Nee. Ah. Das ist nicht Jasker Science. So Crafting und so. Ja, ist nicht jedermann sein, das kann ich verstehen. Wir sind in die komische Höhle reingegangen. Oh, leck mich. Ich bin tot. Bist du zufällig in der Nähe? Nein, natürlich nicht. Naja, sagt ja, nee, ich muss auf Leute schießen können. Ja, die Barriere ist noch da. Leider. Alter, wie kommen wir denn da hin? Wahrscheinlich nach unten. Irgendwo lang. Meinst du? Ah, scheiß drauf, jetzt lasse ich meinen Loot liegen. Dann kann ich irgendwann holen. Also irgendwo in Ja, es diese wäre halt auch Richtung. einfacher bei Tag. Oh ja. Man sieht hier Habe ich überhaupt überhaupt gar eine Fackel? nichts. Nein, ich habe natürlich nicht mal mehr eine Fackel dabei. Kannst du nicht eine Kraft craften? Kraften? Ja, erst um Pflanzenfaser könntest du eine Fackel Nee. machen. Ja, nee. Scheiß drauf. Aber langsam ist der Tag. Tada! Ich glaube, hier ist es richtig. Wir hätten einfach nur nach hinten gehen müssen. Halb wie immer. Aber der Weg war nicht umsonst. Ich habe Erdbeeren gepflückt. Oder? Ich laufe jetzt einfach mal hier lang. Ist, ne, okay, nee, das ist das Gleiche. Also müssen wir woanders lang. Dann bin ich möglicherweise richtiger. Ansonsten, nee, dann packe ich meine Pike aus und wir bauen, hämmern uns einfach durch den Berg durch. Genau. Nur damit wir dann oben stehen und 10 Meter weiter vorne eine Treppe ist oder so. Safe Call. Definitiv. Oh. Also das schaut ja mal verdächtig nach Geheimgang aus. Habe ich keine Bomben dabei? Nein, natürlich nicht. Und Ausdauer auch nicht. Oh, top vorbereitet hier. Ich kann dir Wasser geben, wenn du brauchen willst. Ach stimmt, Wasser habe ich auch noch. Ich hab. Oh ne, das habe ich weggetan. Scheiße. Nee, ich habe Wasser, alles gut.
Okay, weißt du was? Scheiß auf den Geheimgang. Warte mal, warte mal, warte mal. Ich überlege gerade, ob man da vorne. Oh, da ist eine Höhle. Aber wenn die führt nur nach unten. Ja, die geht nach unten. Das heißt halt nicht, dass er nicht wieder nach oben geht, ne? Aber ich, nee. Nee, das ist eine, ich kenne die Höhle. Da sind nur, wie heißen die Viecher Bärts drinne? Wie heißt das auf Deutsch? Fledermäuse. Fledermäuse. Oh, das hatte ich, vorgestern hatte ich Schwierigkeiten, Deutsch zu reden mit so einem Typen aus der Uni. Mir sind die Begriffe nur auf Englisch eingefallen. Ja, was lernt man daraus? Du redest einfach zu viel Englisch. Oh ja. Oder liest zu viel Englisch. Genau. Also aktuell sieht das schlecht aus, ne? Boah, leck mich doch. Oder? Ne, okay, sieht schlecht aus. Pack deine Pigge aus. Ich hab zwei dabei. Jetzt mal ohne Scheiß, wir basteln uns da jetzt einen Weg hoch. So, warte. Es ist halt in der Wüste schön, da ist überall Sand. Da haust du zweimal dagegen und hast einen Tunnel. Vor allem habe ich schon wieder keine Ausdauer. Wenn ich nicht die ganze Zeit abrutschen würde. Oh, bleib doch mal, endlich. Jetzt habe ich auch keine Ausdauer mehr. Warte, ich kann dir was schicken. Habt ihr was geschickt? Mhm. Du machst das schon, ich rutsch nur ab. Vermutlich bauen wir uns jetzt so weit ein Loch rein, dass irgendwann die Warnung kommt, dass wir am Ende der Welt sind, weil wir komplett vom Weg abgedriftet sind. Ja. Wir graben uns sowieso in die falsche Richtung eigentlich. Ja, ich hab mich schon ganz unauffällig gedreht. Und dass man es nicht merkt. Hm. Ich will noch Fähigkeitspunkte eindeutig. 7 Quests. Jetzt gehen wir in die richtige Richtung. Um eine Baublöcke im Ton grenzwacher Regler? Das habe ich noch gar nicht gemacht. Ich habe schon gegraben, du kannst weiter. Ja, ich sehe es gar. Wir können jetzt einfach mal bescheißen und einfach googeln, wo die anderen Dinger sind. der muss hier im Dickicht sein. Aber wenn das weiter so geht. Nun musst du weiter nach oben bauen. Oh, wieso oh, durch? Ja. Oh, hier ist Licht. Nur nicht runterfallen, nicht runterfallen. Sagst du so einfach. Warum laufe ich so langsam? Schnee. Nee. Läuft so langsam? Wegen den Schnee, gefroren. Ach so, Schnee. Ich hab Nee verstanden. Ich war, glaube ich, noch gar nicht im Schnee. Leider kannst du den noch gar nicht aufheben. Ja, ist auch immer so schwer zu transportieren. Wärmere Gebiete. Vielleicht kann man ja noch irgendwann eine Kühlbox craften. Wie ein Paddleboard. Ja. Kühlschrank für Schnee. Wir sind fast da.
Als uns nicht das Ende der Welt dazwischen funkt. Du siehst eine rote Barriere, sollten wir da rankommen. Zum Glück ist das alles auch nur Erde. Hm. Boah, ich will campen, ich will in die nächste Dungeon und nicht hier buddeln. Hier kannst du den Gleiter benutzen. Ja, sehr schön. Ja, jetzt habe ich es verkackt. Nein, gerade hatte ich's. Komm schon. Ach, Dauer, Ausdauer. Das ist jetzt habe ich's. So ein unnötiges Feature. So. Da hoch, oder was? Ja, da kannst du Gleiter benutzen. Boah, okay. Ah, das schaut doch gut aus dahin. Hm. All das mit dem Schnee, dass man da langsam läuft und so, ist ja okay, aber das ist, da liegt ja nur ein Zentimeter Schnee. Hm. Es ist ja ein quasi ein hofer Sommer hier. Unter uns, okay. Ah, siehst du nicht raus aus dem Schnee? Nee. Ausdauer, ich wäre jetzt fast losgesprungen, ne? Sag nicht, der ist komplett unten. Ja, der ist komplett unter uns. Alter. Also müssen wir einen Höhleneingang finden, oder was? Ja. Wahrscheinlich irgendwo im Miasma. Würde ich jetzt Warte sagen. Warte mal. Nee, bei mir vielleicht. Oh, bei mir. Zu mir. Okay. Ja, hier ist die nächste Dungeon. Yay. Boah, das Rote schaut schon ziemlich geil aus. Mhm. Das gefällt mir richtig gut. Warte, ich tu mal die ganze Erde löschen. Boah, die Tür brauchen wir. Und wieder zugemacht. Ja, Mann. Die Tür hätte ich gern für mein Haus. Oh ja. Das sieht geil aus. Mhm. Habe ich jetzt den Schlüssel? Ah, der verbraucht sich nicht. Sind das die Hallen des Erloschenen? Blablabliblub. Ja. Gott sei Dank war ich so schlau und habe gleich den Schlüssel gecraftet. Ich schätze mal, dass wir hier das nächste Teil finden, dass wir überhaupt die nächsten Schlüssel craften können. Die sind schon Level 15. Hier schon hier wird es schon interessanter. Mhm. Alles wieder kaputt machen. Kupferpfeil da drüben, wenn du haben willst. So. Also hier findest du auch end viele Tränke, ne? Ups. Ja, danke. Oh, hier waren schöne viele Marmorfragmente. Meiner Trank. Weißt du, wo man Teer herbekommt? Teer? Früchte kannst du kochen, wenn du die überkochst. Echt? Ja.
Anderen Ach du weiß Scheiße. ich nicht, wie das geht. Also auch Fleisch und so. Wenn du das doppelt kochst über eine Feuerstelle, kriegst du Teer. Oh, okay. Weil ich brauche ja für die normalen Steine, brauche ich ja Teer. Wie man Und ihn ich will sonst. definitiv, dass meine Base. Warte, nicht hingehen, nicht hingehen. Okay, die gehören dir. Ich schaue da mal nach links und die Tür aufmachen kann. Damit ich die gleich alle im Alles AOE klar, kriege. Jaskal, hau rein, gute Nacht. Ciao, Jaskal. Benötigt düster, denke ich, genau, da brauchen wir den Schlüssel nochmal. Ich glaube, nach vorne ging es auch noch. War auch noch ein Raum hier vorne. Oh, Gebet der Flammenschriftler. Ja, dann gehen wir erstmal da lang. Ist das das für ein Da ist eine Stein hier? Barriere. Achso, das ist ganz normaler Stein, okay. Das ist die Barriere, Aber hier okay. geht's noch nach links, nach rechts meine ich. Du machst es schon. Wenn die nicht widerstandsfähig wären, würde ich mehr Nein. Schaden machen. Dann wären die One-Hit. Ah, soll ich die Kristalle wieder aufheben? Nee. Sonst hätte ich jetzt. Oder doch, doch, sicherheitshalber. Dann meine ich hier schnell. Mal gucken. Oh, ich sehe schon, das ist wieder tagelang Arbeit, tagelang craften und Base umbauen. Au, ich werde geschlagen. Du wirst es verdient haben. Du hast die Tür aufgemacht. Einmal, ich schicke dir mal die Erfahrungsschriftrolle. Braucht die nimmer. Ich bin hier unschuldig am Farmen Ah, hier oben geht's lang. und werde Oh, angegriffen. erstmal den. Okay, Mana-Tränke hebe ich jetzt nicht auf. Ich hab genügend, brauche ich Lasse also ich auch nicht. drin. Ja, ich schaue noch nicht sehr rein, ob da irgendwas Cooles drin ist, aber. Ah ja, hier oben sind schon mal Runen. Schon mal eine Rune. Oh, nein, 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 nein. Was denn? Gott. Würdest du mich bitte wiederbeleben? Runtergefallen? Ja, ich habe mal Moment. wieder nicht auf meine Ausdauer geachtet. Was zahlst du denn für den Service? Hab dir eine Schutzrolle gegeben, Erfahrung. Hast du mich? Ja, ich habe mich auf dich gesetzt. Ja, ich wusste, dass du so einer bist. Ich habe so das Gefühl, du solltest mich vorher heilen. Warte, muss ich mein Skill wieder wechseln? Wo bist du? An dir vorbei. Wo lag? Geht Achso, auch da später. vorne. Eins. Okay, das ist dann vermutlich die Tür, die ich zuerst aufgesperrt habe. War hier hinten, ne? War die, ja. Wenn du vor mir wegrennst, kann ich dich nicht heilen. Macht nix. Kommt schon bestimmt nix. Ah, okay, hier geht's auch wieder hoch. Danke. Das ist ja schon. Und geöffnet. Okay. Und neue Gegner kommen. Wollte gerade sagen, wo kommen die denn jetzt her? Oh, warte, Säurebiss. Oh, die sind widerstandsfähig dagegen. Ah, ich sollte vielleicht den richtigen Stab auswählen.
Das wird die Schmelztiegel geben. Ja, ich glaube, ich brauche den so nochmal. Ich hoffe, in dieser Dungeon gibt's mal einen Boss. Das wäre interessant. Ja, also normalerweise denke ich mal schon, das ist jetzt auch unser erster richtig mit Schlüssel. Das ist so ein Sensenzeug. Sensending. Ja, schießen wir von oben. Oh ja, die sind schon härter. Ja, also ich glaube, so die letzten Dungeons. Ich schätze mal, das wird so in 5er Schritten gehen. Ah, wir müssen diese Dinger hier zerstören. Diese Eier, diese leuchtenden. Da spawnen die raus. Ah. Hier könnte man die Kristalle farmen dadurch. Ja. Okay. Dürfte eigentlich nichts mehr nachspawnen. Ja, das hier geht auf. Hier ist eine Falle. Ich glaube schon mal vorne. Wo bist du lang? Links. Durch das kleinere Tor. Ich schätze mal, hier wird es eine Kiste geben. Ach da. Oh. Ganz hinten ist dann ein Haken, da wo die Bälle rauskommen. Also oben drüber ein Kletterhaken. Das was zum Schwingen. Ah, und hier ist noch was. Nice. Au, ich bin gestunt. Liegedinger überlasse ich dir. Ah, hier ist ein Hebel. Was auch immer der bewirkt hat. Auf der rechten Seite wird auch noch was sein. Ah, nein, jetzt bin ich runtergefallen. Ja, da geht's überall lang. Natürlich ist es eine Falle. Ja. Das finde ich auch geil, dass wenn du eine Küste öffnest, die dann spawnen. Das finde ich auch lustig. Ja. Gehst du da hoch? Ich gehe da hoch. Fallen wir uns mal auf. Achte nur auf deine Ausdauer. hier oben ist was. So eine Notiz. Au.
Ich sollte mal schauen, gegen was für ein Element die effektiv sind. Skelette. Jetzt mal gegen Explosion. Weiß es jetzt gerade auch gar nicht. Ist der Frostzauber ein Einzelangriff oder ein AOE? Einzel. Ah. Dann bleibe ich bei Glaube Feuer. ich zumindest. Seelenspalter-Axt. Cool. Das sind die neuen Waffen? Das gefällt mir alles. Alter, die sind Level 15, die halten schon echt viel aus, die gepanzerten. Ah. Ah, der hat eine Rune auf dem Kopf. Okay, die sind gegen kein Element effektiv. Oh, da brauchen wir ziemlich viel. Ach, das sind Gegner. Hier, den einen musst du noch klatschen, dann geht die Tür auf. Ah, manches Mal muss man einfach nur eine bestimmte Anzahl an Gegner klatschen, okay. Hast du noch Heilungsströme? Die Kettenheilung habe ich nur. Ah, ja, da habe ich den ewigen Zauber dafür. Und letzter Button. Warum sind wir nicht von da gekommen? Wir sind Ja, von links sind wir. gekommen, genau. Wir müssen nach rechts. Warum ist das Tor hier zu? Die gehen anscheinend jetzt nach einer Zeit automatisch zu. Na, no, okay. Ah ne, wir sind auch von oben. Hä? Ah, hier ist ein Geheimgang. Oder? Ah ne, wir sind von oben Schön. gekommen, genau, wir sind von oben. Ja, nice. Stiefel des Bogenschützen. Ja, stimmt, wir sind ja runtergesprungen, ja. Sind auch so grüne Fackeln und so. Moment, ich muss mal was gucken. Okay, passt schon. Ah, ich werde angegriffen. Das schaffst du schon. Ich glaube an dich. Okay. Jetzt könnte ein Bossfight kommen. Haben noch Gegner hinter uns, Moment. Lügner. Alter, hier sind sehr viele Bücher, ne? Wollten wir nicht auch eine Bibliothek bauen? Wenn man die nicht halten müsste zum Abbauen, das ist, finde ich, halt nervig. Ja, stimmt. Ich habe die Bücher verbrannt. Oh, du kannst die auch zerstören anscheinend. Dann kannst du die direkt aufheben. Noch besser. Ah, oh, okay. Wenn du mit, also zumindest wenn du mit Feuer zerstörst, wenn du, glaube ich, dir abbaust das Ding, dann sind die verloren. Hey, was ist denn das für komisches Zeug? Achso, das ist einfach nur Schlamm. Schlamm, das habe ich noch nicht gehabt. Ach nee, Ja, ach aber nee, kannst du Erde, auch ach nur Erde. Erde, Ja, ja. du meinst die Erde. Jetzt habe ich alles genommen, ich wollte nur das eine. Tank mal schön. Wow. Solche Ah, roten. diese scheiß Pflanzen. Da ist noch eine.
Ah, das ist schon gemein, da kann ich nur langsam bewegen. Oh, hier ist auch noch eine. Also wenn du das auf dein Level machst, ist das glaube ich schon sehr anspruchsvoll. Ich will so eine Tür. Oh ja. Definitiv. Scheiß auf Fall, Gatter und so weiter und Zugbrücken. Ich will so ein Tor. Boah, das ist riesig, ne? Ich glaube, wir sollten uns hier aufteilen. Ja, eins habe ich. Aua. Ah, hier sind Ratten. Ah, ich wollte nicht runterfallen. Ah, hier unten ist auch noch eins. Eine Rune gefunden. Ist auch. Diese blöden Ratten gehen mir ein bisschen auf die Nerven. Bei mir sind die fast One-Hit. Vor allem durch die AOE-Angriffe. Ja, das schon, aber die kommen immer wieder. Und halt ewig. Oh, viele. Hallo. Guck mal, da ist doch auch noch eine Rune versteckt. Ja. Oh, dieser Schlamm nervt. Wieso können wir eigentlich überhaupt keinen Schlamm platzieren? Das finde ich doof. Stimmt, ja. Aber es gibt ja auch noch. Ist also möglich, dass es durchaus noch. Ich will mal testen. Oh, okay. Ich will irgendwo wieder hoch. Aber die haben sich auf jeden Fall mit diesen Dungeons echt Mühe gegeben. Also ich habe die Barriere gefunden. Jo, wie viel brauchen wir noch? Keine Ahnung. Steht es irgendwo? Steht an der Tür normalerweise, an der Barriere. So eine Strichliste. Ach, E muss ich drücken. 3. Okay. Eine Kiste. Ah, hier geht's wieder hoch. Ich habe eins. Ja. Hier geht's auch hoch, okay. Oh, diese Ratten ohne Witz. Ich hatte gerade mit Spinnen zu kämpfen. Auch nicht besser, ne? Oh, warte mal, hier ist eine Höhle. Nein, hier ist aber keine Rune. Oder? Aber auch noch eine? Also noch eine. Au. Du solltest nicht in diese grüne Flamme da reinspringen. Das tut weh.
Warst du in dieser Halle hier unten? Ich habe keine Ahnung, wo ich hier überall war. Oder sind wir von hier gekommen? Okay, wir waren da schon. Oder du warst da schon. Eins von beiden. Ich hab die letzte. Okay. Die ist dann rechts, die Kiste, die Tür. Nicht komplett geradeaus durch. Die Frage ist, wie komme ich da jetzt vorne hoch? Höhle? Wie bist du da hochgekommen? Genau geradeaus bei dir. Ja. Nach Westen. Achso. Nach Westen. Toll. Keine Ausdauer. Leck mich. Ersetz mich mal bitte. Auf dem Weg. Wenn ich laufen könnte. Dieser Schlamm, so nervig. Es müsste so einen Zaubertrank geben, der das Tempo erhöht. Im Schlamm. Ja. Ja, bis jetzt hat man noch nicht so das Problem mit Schlamm gehabt. Aber hier ist es übel. Ja. Bleib mal stehen wegen Heil. So, wohin? Weiter. Und links. Ah, hier. Reparatur? Ja. Ah, rechts oder links? Also wie ich das Spiel kenne, müssen wir in beide Richtungen. Und wenn nicht, dann ist eins einfach nur eine Kiste. Die Tür geht auf. Da ist wieder so ein Ding zum Zerstören. Ding zum Zerstören? Wo die, ach ja, wo da die spawnen. War echt. Golden haben wir noch nicht gefunden, auch oder? Auch nix. Ich glaube nicht. Wieder 155, 53. Nice. Ich hab 5. Aber ich habe auch nicht viel gelootet. Ja, ich flute fast alle. Oh. Das muss aber jetzt ein Boss sein. Oh, das tut weh. Ich will stehen bleiben. Wir haben so einen Haken verpasst. Ach, scheiße. Kann man da nochmal zurücklaufen? Au, ich sterbe irgendwas. Ich bin vergiftet. Nee, man kann nicht zurück. Ich wollte den Haken greifen, aber ich hatte keine Ausdauer. Shit.
Oh, hör auf mich zu vergiften. Alter, jetzt bin ich fast verreckt, weil ich keine Ausdauer mehr hatte. Na, jetzt hast du schon geheilt. Rechts oder links? Immer links. Ah, das war der Haken. Das hier war der Haken. Ah, okay. Also hätten wir im Prinzip eine Abkürzung hätten gehen können. So, hier sind Löcher. Oh ja, die Dungeons sind schwierig und willkommen, Monpi. Wir sind hier in der Stufe 15 und wir sind Level 24 und haben schon leichte Probleme bereits. Ich bin Stufe 25. Ja. ja, oh, das grüne Zeug tut weh wie Sau. Ja, was heißt Probleme? Es ist halt ultra viel an Gegnern. Hast du Heiltränke? Einen glaube ich noch. Bleib am besten oben auf den Felsen. Ich bin gerade runtergefallen. Ah, dann kann ich dir drüben sind gleich welche geben. Also alleine sind die Dungeons ziemlich schwer zu bestreiten, würde ich jetzt sagen, Mopi. Ja, vor allem, wenn man das passende Level dafür hat. Hm. Also mit Level 15 hier drin ist, glaube ich, schon heftig. Ja, also mit Level 15 würde ich hier nicht reingehen, wenn ich das hier gerade so sehe. Nee, also das soll es dann schon zu dritt zu viert sein. Oh ja. Wahrscheinlich ist es auch so designt, dass du das eine Gruppe machen sollst und nicht alleine. Oh. Ja. Oh, da kommt einiges. Okay, somit hat sich meine Frage, wie man die Tür öffnet, erledigt. Hat von selbst geöffnet. Hast du erst angefangen, Mopi? Oh, ich renne immer in dieses grüne Zeug rein und keine Ausdauer. Aber da hinten war noch ein Weg, ne? Echt? Hm. Sollten wir vielleicht mal gehen. Feuer. Darauf habe ich jetzt gar nicht geachtet. Ah, ich schätze mal, das ist hier ist der Weg, wo es weitergeht. Ne, wir können wieder zurück. Oh, ich brauche echt diesen ewigen Heilungsstrom, damit ich mich selbst heilen kann. Da kommen auch wieder einige. Wenn die nicht immer auf mich gehen würden, dann könnte ich frei zaubern. Au. Ah, Knochenpfeile sind gegen die effektiv. Dann schätze ich mal, ist dieser Knochenzauber, den du gefunden hast, effektiv gegen die. Ah, habe ich einen? Ich sollte nicht im Kampf schauen. Schlechte Idee, ja. Müsste ich mal testen, wenn ich einen finde. Ich habe die nämlich jetzt nicht aufgehoben. Warte mal, habe ich noch welche? Ja. Komm mal zu mir. Moment, ich loote.
Danke. Knochenstrom. Das ist auch ein Kanalisationszauber. Das ist, finde ich, ist gut. Und hat eine kurze Castzeit. Weil für den Oh, das Feuerball ist brauche ich gut. 2 Sekunden Castzeit. Das ist schon übel. Oh, Ja. ist nur eine Kiste, also müssen wir den anderen Weg. Na toll, hätten wir mal vorher reingeschaut, bevor ich wieder zurückgelaufen bin. Nur ein Stab 32 braucht man nicht. Oh, hier ist ein Heiltrank drin, ne? Oh. Ah. Bist du noch da, Mopi? Ich hatte ihn eigentlich was gefragt. Jetzt ist er weg wahrscheinlich. War ein Deutscher über YouTube-Chat. Ich mach mal ein bisschen Licht. Ich habe gerade einen Trank gefunden. Irrlicht? Ja. Stimmt, das könnte ich eigentlich auch mal benutzen. Das ist einer der wenigen Tränke, den ich tatsächlich gern mal benutzt habe. Da geht's auch schon wieder nach rechts und geradeaus. Warte. Okay, du gehst nach rechts, ich geradeaus. Okay, effektiv ist es nicht. Okay. Die wollen dich begrüßen. Lasst mich in Ruhe die Tür aufmachen. Genau, geh du gleich den anderen Weg. Ich glaube, hier ist, ich brauche den Schlüssel für die Tür hier. Den du hast. Ach so, Ja, ja, bei ich mir habe. ist auch nur eine Kiste. Muss herkommen, weil ich kann die Tür nicht öffnen. Zwei Verbände. Ah ne, Quatsch, Erfahrungsschriftrolle und Bandage. Oh, rote Marmorblock. Ich habe einen roten Marmorblock gefunden. Ich schalte den automatisch auch frei, lol. Geil. Geil. Oh, ich sag's dir, die Base wird so geil ausschauen. Brauchst du eigentlich Stoff? Weil ich habe Stoff ohne Ende. Nee. Au! Was, sind wir schon durch, oder was? Ja, da sieht's wie aus Ausgang zumindest aus. Oder? Nee, kann eigentlich nicht sein, weil wir mussten ja für ein Dings was finden. Ah, nee, nee, nee. Der Checkpoint hat sich nur zu früh aktiviert, quasi. Einen brauchen wir. Was ist das für eine rote Linie da? Oder ist es einfach nur, achso, ne, nur ein Ja, ich Terrain-Bug? habe mich auch gerade gefragt, ich habe es auch gesehen. Hallo, oben geht's hoch. Oh, Ausdauer. Ach, schade. Ich hab dich nicht blockiert. Boss. Oh, endlich mein Boss. Zieh du Aggro, dann kann ich freicasten. Bist sowieso tanky. Ui. Der macht auf jeden Fall Aua. Oh, ich sollte da weg. Wieso mich? Au. Finde ich gut. Oh, habt ihr dich gekillt? Der hat mich gewonshottet, ja. Ich war im Casten und der hat mich dann getroffen. Also Feuerball ist nicht gut mit den 2 Sekunden Castzeit. Ich brauche echt was anderes. Versuche ich mal. Der AOE-Damage ist zwar gut, aber ich weiß nicht, ob es die Castzeit wert ist. Okay, ich hab noch gleich. Ich heile mich so schnell dagegen, dass es wird nicht das Problem.
mal den Eisbolzen. Unterkief. Ja, die Waffe habe ich bekommen und seinen Kopf. Nice. Der Kopf schaut cool aus. Die Waffe. Geil. So einen Vorschlag haben wir, wo an den Kopf quasi rechts und links nochmal ein Totenkopf dran ist. Nice. So, wo geht's jetzt lang? Oh, unten, okay. Unten, ja. Oh, eine goldene. Nice. Das ist vermutlich der Gegenstand, den wir für ihn brauchen. Nee, warte mal. Kobra. Was? Kobra-Kern-Zauberstab. Aha. Nett. Was für eine Seltenheit? Alt Level 15. Schaut aber nett aus. Ah, okay. Oder? Ich habe hier Level 25. Ach so, okay. Wucht. Der ist ein neuer Zauberstab. Den habe ich. Lauter solche coolen Waffen drin. Ich hatte sowieso vor, von jeder Art einen Zauberstab in der Leiste drinne zu haben. Ist jetzt mein vierter Zauberstab damit. Ich habe jetzt den Gegen gefunden. Es sollte eigentlich ein Strahl sein, also sollten wir definitiv sehen. Wenn es hier irgendwo sein soll. Ja, aber wir sind schon raus. Jetzt müssen wir das irgendwo übersehen. Ach nee, das ist einfach sein Kopf. Ach so. Ah ja, tatsächlich. Nice. Okay, zurück zur Base. Willst du nicht erst dein Loot holen? Loot? Dann mach ich's. Dein Grabstein. Achso, ja, das kannst du gerne holen, wenn du das möchtest. Hattest du irgendwas Sinnvolles da drin eigentlich? Keine Ahnung. Oh, komme ich da überhaupt hin? Okay, ich komme da glaube ich nicht hin, nee. Da brauchen wir noch einiges. Okay, Elektroplasma-flache Fragmente hast du ja genug. Oh, Lichtquellen. Hier kann man dann auch neue Lichtquellen. Oh, geil. Richtig cool. Okay, ich stelle schon mal den nächsten Schlüssel her. Nomadenanhöhe. Plasmapresse. Naja, ist eigentlich billig. Kupferbarren habe ich 90 Stück auf meiner Welt, wenn wir das brauchen. Warte, ich glaube, ich habe keine mehr Kohle, Holzscheitel. Warte mal, ich schau mal schnell, ob ich noch Kupferbarren habe. Das habe ich alles, wenn du brauchst, dann gehe ich schnell auf meine Welt. Ja, ich habe nur 4 Kupferbarren. Ja, das wäre cool, wenn du da welche holen könntest. Dann tue ich noch schnell das ganze Müll abladen. Ich habe selbst fast keine Kohle mehr. Ah ne, da habe ich noch Kohle, gut. Ich habe auch noch genug Kohle. Also daran scheitert es nicht. Den will ich auf jeden Fall behalten. Okay, dann gehe ich mal schnell holen. Also Kupferbarren braucht sonst noch was? Nee. Kohle, was war's noch? Ja, und Holzscheitel, die kann ich schnell. Falls du die jetzt nicht rumliegen hast, kann ich schnell. Ich habe genug Holzscheitel, ja. Ja, kannst du auch mitbringen, wenn du möchtest. Ich tue jetzt die neuen Waffen, tue ich jetzt einfach mal alles ins Lager schmeißen. Inklusive den Flüssen. Nehme ich die 23 von hier mit. 50 Kohle und 250 Holzscheitel bringe ich. Jo. Ich habe auch genug Holzbretter, wenn du welche haben willst. Da brauche ich tatsächlich keine. Weil von denen habe ich mehr als genug. Oh, roter Marmorblock. Oh, feier ich das. Ich sehe dich nicht. Wieso sehe ich dich nicht? Zeigt das den Server schon wieder nicht an. Der zeigt dich irgendwie nicht an. Und nur Freundesliste anzeigen? Nee, sehe ich trotzdem nicht. Ja, dann nochmal aktualisieren. Das kann immer mal ein bisschen rumbacken. Ja, ich aktualisiere gerade und da passiert nichts. Ja, nice.
Der findet dich nicht. Das ist merkwürdig. Ich starte mal schnell neu. Entschuldigt da. Boah, schaut das geil aus. Hast du noch Marmorblöcke? Das war, glaube ich, nicht. Marmor hab ich, glaube ich, noch nicht. Ich glaube, du musst mal deine Welt neu joinen. Marmorfragmente. Ich habe, glaube ich, nichts an Marmor. Oder aber ist es das, was wir aufgehoben haben? Dann ist es oben in der Kiste drin. Jetzt schaue ich gleich mal. Aber du müsstest deine Welt mal neu joinen, weil ich habe neu gestartet und ich finde dich trotzdem nicht. Gleich wieder da. Jo. Schau mal. Ah ja, da ist noch rotes Fragment. Wieder da. Jo, ich mach nur schnell das mit den Fragmente noch gar. Du hattest ein paar. Also das Marmor schaut übelst geil aus. Will dich echt nicht anzeigen. Okay. Geh ich mal raus und wieder rein. Hauptmenü. Oder sind einfach zu viele Server gerade aktuell da, deswegen. Es sind über 8 Seiten. Ah, jetzt. Ja, man kann ja mittlerweile jetzt auch über IP joinen, ne? Aber dafür brauchst du Server oder müsstest halt deine IP freigeben. Barriere gelüftet, okay. Das hatte ich bei mir auch gerade. Das schau dir den Boden an. Moment, ich schick dir schnell das Zeug. Ah ja, genau. Danke. Das ist der Boden? Ja. Wow. Sieht nicht schlecht aus. Ich finde das schon ziemlich sexy, ja. Vor allem, das passt richtig zu einer Burg. Weil das ist ja so eine Burgartig ja. Bei dir hier. Ja. Lass mal Presse herstellen. Jetzt muss ich müssen noch ein Zimmer für den einrichten. Ah, wir haben hier unten dann noch das Stockwerk. Wir könnten den unten reintun. Passt perfekt zu ja. Dem. In so eine Zelle, weißt du. Stimmt eigentlich, den platzieren wir auch gleich unten. Müssen wir irgendwann mal weitermachen. Er kann ja gleich hier rechts, dann hat es jetzt doch eine Verwendung hier. Ich hätte nur gerne noch hier in der Mitte vielleicht ein Fenster, was sagst du? Dass es so wie so ein Dreieck aussieht. Boah. Oh, das habe ich gar nicht gesehen, was hier das... Wo geht denn das hier lang? Auf einen Balkon quasi. Oh. Du hast so viel ohne mich gemacht. Nee, das war gar nicht so viel. Da warst du sogar noch dabei. Nee, das habe ich nicht mitbekommen. Das, was du hier gemacht hast. Na, okay. Ah, Ektoplasma kann man hier dann herstellen. Was brauchst du dafür? Ah, okay. Na, und jetzt können wir in die nächste Dungeon. Stofffetzen. Brauchst du Stofffetzen? Eigentlich nicht. Für das Ektoplasma brauchst du Stofffetzen. Weil ich habe mehr als genug. Ja, ich auch. Na dann.
Wow, den Gang hier komplett aus rotem Marmor gemacht. Hier unten. Dann wirkt das alles noch so ein bisschen drückender. Ah, kann ich mal schauen. Ne, also roten Marmor brauche ich noch ohne Ende. Weil ich werde hier unten das komplette Stockwerk damit machen. Ah, du könntest fast ewiger Heilungsstrom herstellen. 10 Aloe fehlen, 20 Lapis und 8 Salbeiblätter. Kann ich mal schauen, ob man das gleich kombinieren kann. Und gleich wieder da. Kann ich dabei schauen hier. So, okay. Ich frage mich, ob man das Spiel im Stream noch hört, weil jedes Mal, wenn ich raustappe. Nee, normalerweise nicht. Ja, weil das ist ja komplett muted. Ja. Kannst du aber einstellen. Echt? Kann ich das? Normalerweise. Da habe ich gar nicht nachgeschaut. Ah ja, da stummschaltet mich nicht so Grund. Was ist das für ein Boden? Das ist auch der neue. Oh. Sieht interessant aus. Ja. Auf jeden Fall. Aber jetzt habe ich schon wieder nicht genug. Der Materialmangel immer. Ja. OBS jedes Mal, dass er das nicht aktualisieren will. Ich würde gerne noch eine Wand herstellen, wie eine Wand aus rotem Marmor ausschaut. Oh ja, das sieht auch nice aus. Schon geil mit dem schwarzen Rand. Du hast nur den Boden hier weggemacht. Achso, wahrscheinlich für die Material. Ja. Genau. Ah, könnte ich eigentlich den Stab gleich mal upgraden? Den neuen Stab. Oh, schau mal, wie der aussieht, Alter. Boah, cool. So, die eine Quest können wir eigentlich noch machen. Dann muss ich aber definitiv auf. Ich glaube noch schnell Münzen für das Upgrade. Ja, lang zu. Riesenknochen. Okay. Aber ich sortiere halt jetzt gerade gar nichts, ne? So, nein, das sortieren, das ist das Einzige, was ich einsortiere. Obwohl, das kann ich trennen lassen. 47, 41, 41, okay. Newton! Hi, hi!
Ach, die sind alle Wucht, okay. Oh. So. Schnellreise. Wohin gehst du? Rechts oben. Zum nächsten Dungeon? Yes. Nice. Das war jetzt aber auch der letzte. Also zumindest für mich. Müssen irgendwo rechts hoch. Magier müssen einen Zauber haben zum Beschwören von Gruppenmitgliedern. Ja, Mann, das wäre cool. Den Schlüssel jetzt mitgenommen? Na, doch. Das wär's Doch, der jetzt, Schuss. wenn du die Schlüssel vergessen hättest. Ja, das wäre jetzt so typisch gewesen. Nee, hätte ich ihn vergessen mitzunehmen, wäre mir das erst aufgefallen, wenn wir davor gestanden wären. Haha. Das wäre übel Thank gewesen. you, New John. Bist du in die Höhle rein? Oh, nein, 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 hier oben lang. Hier einfach den Fußweg folgen, dann kommen wir direkt auf das Tor zu. Ah. Dann können wir direkt rein. Ah, ich sehe schon Skelette rumfliegen. Dann rechts, oder? Ja, einfach den Weg folgen nach oben. Weil es ja eine Gabelung war da. Nach oben, ja. Ah, ich sehe dich. Wolltest du mich abschießen? Nein, niemals. Ich heile dich nicht mehr. Wir sind Level 20. Oh, der Stab ist effektiv. Das ist nice. Oh, die droppen einen neuen Ja. Kristall. Vom Splitter. Warte, ist das ein Geheimgang? Was, wo? Das sah nur so aus. Oh, ich mache ein Bücherregal da kaputt und Geheimgang dahinter. Hat sich ja gelohnt. Naja, Riesenknochenpfeile. Hier ist ein Reparaturtisch. Ah ja, warum nicht? Ich glaube, da müssen wir jetzt ein bisschen mehr draufhauen. Heiltrank brauche ich unbedingt, weil ich irgendwie immer die Akro ziehe. Also ich muss das ganze Zeug kaputt machen. Ich brauche Marmor. Wenn du mich das machen lässt, geht alles schneller Jo. kaputt. Jo, mach das mal bitte. Also Vasen, die du Hier. siehst, kannst du alle kaputt machen. Rechts und links. Sehr schön. Also Wucht ist gegen die effektiv.
Ja, um für Waffen. Wie ist Marmor? Jo, einfach aufsammeln. Okay, dann sammle ich so auf. Was in der Treppe? Was in der Treppe, ne? Weil hier ist eine Treppe, wird das sowieso nichts, glaube ich, oder? Nee. Ja, ist sowieso nichts. Oh, hier ist ein Geheimtür. Der nichts ist. Passiert. Auch hier oben ist ein Haken. Oh, hier links ist eine Tür, die man öffnen muss, die du öffnen müsstest. Unglückskeule. Oh, es geht nach unten. Jo, Magma. und ich. Wieso? Okay, dann schaue ich so lange hier. Aber ich glaube, da ist sowieso nichts. Ja, das habe ich eben auch mir gedacht. Ei. Oh shit, oh shit, oh shit. Achte auf deine Ausdauer, ne? Ich bin runtergefallen und über mir war eine Kiste. Ich hab's, ich hab's. Wow, wow, Ektoplasma-Block. wow, geil. Scheiß Fledermäuse machen ziemlich viel Schaden. Da kommen gleich noch mehr Gegner. Ich versuche sie zu töten. Ja, ich muss nur in Nahkampf gehen, dann heile ich mich. Wenn ich dir nicht alles klaue. Alles gut, alles gut. Auf dem Pfeiler hier ist ein Ding. Hey, ja, Neutron. Brauchst du Fellfetzen, sonst hebe ich die nicht auf. Nee, nee. Okay. Okay, wie komme ich jetzt zu dir, ohne zu sterben oder runterzufallen? Ah, nicht. Ah, du hättest hier sowieso hochklettern können zur Kiste. Ah, okay, sehr schön. Ja, ich glaube, wir müssen tiefer. Ich loote nur schnell das ganze Zeug, was du liegen gelassen hast. Ah, fuck.
Da schau mal, über mir ist noch eine Rune, vielleicht kommst du noch ran. Ja, mach ich gleich. Du hast die ganzen Irrlichter liegen lassen hier. Ja, alles nehme ich nicht mit. Ah, das wollte ich nicht. Wo genau? Über bei mir. Links von dir ist eine Kiste. Auf der Flamme. Ich sehe da keine. Und Moment. Ich sehe da. Unter dir ist eine, oder? Oder ist es ein Skelett? Oh, Level up. ja, GZ. Hab's. Also ich sehe hier keine Rune. Ah, shit, ich hab keinen Dietrich. Moment. Ich hab Dietrich. Oder hast du den? Schrott dabei. Nee. Nein, kein Schlau dabei. Moment, dann hole ich sie gleich. Du weißt, wo die ist? Ja, ich hab's ja gesagt, gesehen. Achso, ja, okay, gut. ein Schild. Und ein Mystikerhut. Ah! Eine Rune fehlt uns. Die Frage ist, wo ist die? Noch gute Frage. Jetzt habe ich schließlich schon wieder aufgehoben. Die Fellfetzen. Warst du links bei diesen Elektrozeugs schon durchgegangen? Okay, Nee. dann gehe ich mal dahin, falls ich dahin komme. Ich glaube aber nicht. Ah, ich glaube, ich sehe sie. Ich glaube, ich bin aber nicht sicher, ob die hier ein Durchgang ist. Sieht aber fast so aus von unten. Ja, hier ist sie. Okay. Hier ist ein. Okay, hier ist ein Durchgang. Hier ist was zum Reparieren. Das sieht so groß und geil aus, wirklich. Okay, vor uns sind wieder eine Gegnerarmee mit so einem Spawn-Zeugs, glaube ich, wieder. Jo, warte, die machen wir noch und dann muss ich mal kurz zu den Mädels schauen. Wow, jetzt wäre ich fast gestorben. Okay. Gleich wieder da. Bis gleich. Hab ich noch Verband? Ich hab kein Verband, aber. Ah, hier ist sowieso nichts, oder? Der ist egal, der ist besser in episch. Oh, das ist ein Stuhl.
Nachricht? Okay, interessant. Was ist das? Ach so. Okay, gut zurück. WB. Hier ist ein komm mal zurück. Hier ist ein Geheimgang, aber da ist nur ein weißer Bogen drin. Aber der sieht relativ cool aus. Aber nicht gerade gut. Er ist grün. Und ein Zauberstab. Ja. Aber ich habe einen besseren. Beziehungsweise die Qualität ist besser. Ja. Innen. Ist eine silberne Kiste. Wolfsschlund. Ich hasse Spinnen. Schwert. Schwert ist doch auch neu, oder? Warte mal, bevor du läufst. Dann zerstöre ich die ganzen Eier. Dann haben wir nicht die lästigen Spinnen am Arsch. Glückskeule? Ja, okay. Dann schauen wir, so schaut der Bogen aus. Ja. Aber dieser blaue finde ich besser. Diesen blauen da. Mhm. Ja, ja, definitiv. Warte mal. Ist hier was? Nee, hier ist nichts. Hier können wir uns eigentlich wieder splitten. Oh, Geheimgang. Oh, der kann ja springen. Ziemlich weit. Oh, das ist ja mal ein richtiger Geheimraum. Boah! Du musst unbedingt... Oh, ich muss... Nee, ich schick dir das als Screenshot. Der ist nice. Ich steck's dir in Discord. Hm. Ich bin nur gerade am Kämpfen. Hier ist auch wieder ein großer Raum zum Aufteilen. Geradeaus. Oh, hier ist kein Schrott. Brauchst du Dietrich oder wie? Schrott. Ja. Da kommen wir schnell irgendwie entgegen, dann gebe ich dir die Hälfte von Dietrich. Hier sind zwei Kisten, oder? Habe ich jetzt Schrott eingesammelt irgendwo? Nee. Oh, hier sind zwei normale Kisten, aber mehr ist hier nicht. Also befürchte ich mal, da ist irgendwas Cooles drin. Ja, schau mal da unten. Moment. Komm mit, komm mit, komm mit, komm mit. Moment. Dankeschön. Bitte. Schau mal, hier vorne der Thron. Boah. Der sieht geil aus. Da ist noch ein scheiß Trank drin. Ah, da ist auch noch Quatsch drin. Ah. Oh, warte mal. Aha. Oh, eine goldene Kiste.
Ja, aber auch nur eine Zweihandwaffe. Ja. Was sind das für ein Trank? Ah, wieder Licht. Du lässt die ganzen Irrlichter liegen. Nicht mal klar nachschauen, ob ich einen hab. Also oft in der oberen Etage waren so 4 oder 5 rumgelegen, aber ich habe sie jetzt nicht aufgehoben. Habe ich noch ein Irrlicht? Nee, habe ich nicht. Aber der Geheimgang war schon mal cool gemacht, auch wenn er halt echt ein Flop war. Da geht's Nee. drei Wege. Rechts, links und nach vorne. Ach, du bist du jetzt zu mir gestoßen Ja. über deinen Weg. Ja. Okay. Warst du hier oben schon? Ja. Ah, das sagst du mir, während ich schon ganz oben bin. Hättest du warten können. Okay. Dann müssen wir höchstwahrscheinlich hier lang. Okay, dann gehst du rechts, ich links. Ich bin schon rechts. Bei mir muss ich vermutlich frei buddeln. Boah, das ist ein langer Weg rechts. Boah, ich habe hier sowieso ein Grab, eine Grabstätte gefunden. Ich habe einen vielleicht Geheimgang. Jetzt. Ah, falscher Stab. Da habe ich, okay, jetzt habe ich hier, hab ich alles. Alter, die hier ist mega groß. Okay, das schaut nicht nach Geheimgang aus bei mir. Einfach nur nach. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja. Säurebiss. Schick. Und Marmorfragment. Ich glaube, hier kommt nichts mehr. Riesenknochenpfeil. Laufe ich mal geradeaus weiter. Goldene Kiste. Jui. Und aber mal nur ein blauer Magiestab. Na, okay. Und ich glaube, da ist eine Notiz oder sowas. Da Das drüben. ist gut. Ja, eine Notiz. Aber ich finde tatsächlich die Dungeons richtig cool, dass da. Oh ja! Nice. Ja. Jetzt hast du einen neuen Thron. Davon kannst du mal ausgehen. Ja, der sieht schon nice aus, der Stab, aber meiner ist trotzdem besser. Währenddessen mal eine kleine Armee wieder vernichtet. Kuckuck.
Das riecht nach Boss. Ausrüstung reparieren. Sollte ich auch. Wo ist der Amboss? Da. Oh, das schaut irgendwie nicht gut aus hier. Es sind auf jeden Fall einige Spawnpunkte von Gegnern. Boah. Ich mach's kaputt. Ja, danke. War zu spät. Ja, wenn er sich das Target ändern würde, hätte ich den zerstören können. Oh, was machen die? Die machen so einen Slow-Effekt. Hier sind ganz viele Teleporter anscheinend. Oh, großes, großes, oh. Großes, großes, großes. Okay, der schmeißt er nur nach oben dann. Ist aber kein Boss, ne? So ein Mini-Boss, denke ich mal. Ja. Ist der immun gegen Säure? Möglich. Ups. Ich wollte einen Luftangriff von oben machen und das war ein bisschen zu hoch. Au! Nicht sterben. Zu spät. Denn seine Nahkampfangriff ist ziemlich weit. Ich muss zum Heilen. Und gleich wieder auf ihn drauf. Moment, ich buff mich mal durch. Weil so kriegt er mich eigentlich nicht down. Oh, der ist wieder voll. Ja, wenn alle sterben, tut er sich regenerieren. Au! Ja. Dabei war ich nicht mal in seiner Reichweite. Oh, nimm doch das richtige Target. Alter, der hat eine hohe Resistenz. Jetzt mache ich Schaden. Ich habe jetzt auch meinen Zweihänder draußen. Das siehst du an meiner Gesundheit. Fett 819 Damage gemacht. Ja. Pro Schlag. Und 34 Elektroschaden. Und ich habe so eine Passive, mache ich extra noch Elektroschaden. Willst du nicht noch weiter erkunden hier unten? Ne, ich weiß nicht, ob das jetzt bloß ein Bonusweg ist. Ah, ich bin nur ein Stockwerk höher. Okay, dann schaue ich unten mal weiter, was es hier noch so gibt. Oh, in diesen Pillars sind solche Runen drinne. In deinem Stockwerk. Das wollte ich nicht. Also hier ist auch noch ein Teleporter. Oh. Geh mal weg, du Hund. Okay, hier ist eine Rune.
Bei mir sind zwei hier oben. Okay, eine habe ich. Das war der Oh, wir brauchen einige Ruden. Noch 10 weitere. Ja, hier oben sehe ich. Von meiner Position aus sehe ich 3. 4. Wieso droppen die Eiszauber, wenn die dagegen nicht effektiv sind? Oder Resistenz? Wie soll ich darüber kommen? Also in jedem Pillar ist, glaube ich, wahrscheinlich eins drin in deinem Stockwerk. Ah, da hinten ist auch noch einer. Oh, die fliegen hier überall rum. Wie gesagt, 10 Stück braucht man. Ja, die zwei habe ich. In dem Pillar war ich gerade. Unten sollte keine mehr sein, glaube ich. Zumindest habe ich bisher keine weitere gefunden. Ja, an den Pillern, wo es halt ein bisschen hochklettern musst. Kannst gerne mal eins nach oben schauen. Ja, hier sind noch genügend, also ich sehe überall welche. Ja. Also die restlichen sind im ersten Stock. Wo ging es jetzt hier nach oben? In der mittleren Pillar hinten. Ah, da ist auch noch einer. Soll ich denn da hochkommen? Ah. Ah. Voll in die Lava reingesprungen. Passiert. Hä, wie soll ich da reinkommen? Wo? Ja, in diesem Pillar hier ist einer, aber ich kann von oben nicht rein. Ja, ich verstehe auch nicht, wie man darüber kommen soll. Ich grab mich gerade da durch und hoffe, dass ich da durchkomme. Hast noch ein Teleporter, okay. Wird das was oder? Okay, ich bin jetzt auf diesen Ding angekommen. Komm schon. Geh durch.
Okay, nee, ich glaube, da bin ich über ewig drüber, wenn ich mich versuche, da durchzugraben. Oh, das war so, ich, so der falsche Pillar, glaube ich. Oder? Ja, der falsche Pillar. Der war eins weiter drüben. Boah. Wie soll man da rankommen? Ah, den hast du anscheinend schon gekriegt, den, der hier drinne war. Oh, jetzt bin ich runtergefallen. Will auch gerade keine Ahnung, wie viele uns überhaupt noch fehlen. Da ist ein. Da sind Haken, habe ich gar nicht gesehen. Zumindest bei dem hier sind Haken. Au. Oh, könntest du mich bitte aufheben? Muss ich heute in den Todsturz? Du magst den Boden. Oh, ich habe auch keine Ausdauer mehr. Au. Danke. Ich noch Heilung? Nö. Dann mache ich mal meinen Ah, Job. doch. Ich kann dich auch heilen, vergiss das nicht. Ja, ich heile mich noch zusätzlich mit. Schauen wir mal, wie viele fehlen. Zwei fehlen uns noch. Zwei. Beziehungsweise einer. Einer noch, okay. Kann das sein, dass er oben ist? Das sieht so aus. Oben rechts. Wo ist bei dir oben rechts? In Süden rechts. Sieht zumindest so aus, als ob das eine Seele wäre. Sehe gerade nichts. Ich bin auf dem Weg dahin, mal schauen. Ach nee, das ist ein Teleporter. Geht es noch höher? Nicht, dass ich wüsste. Ich habe zumindest nichts gesehen. Oh, und gleich wieder da. Ah, okay. Ich hab sie. Gehe ich jetzt in die richtige Richtung oder in die falsche? Ne, von hier sind wir gekommen.
Oder? Warte, nee, da ist die gleiche, oder? Genau. So wieder da. Du hättest oben den Teleporter benutzen müssen. Noch einen. Ja, da war so ein Teleporter oben, der hat dich dann dahin teleportiert, wo das letzte war. Ach so, wo ist dein Grabstein? Ach ne, das ist mein Grabstein. Au. Jetzt habe ich langsam auch Ausdauermangel wie du. Oh, mal reparieren. Boah, wie groß ist denn die Dach-Engine noch? Geht schon gut voran, ja. Du bist Tank, wieso fokussieren die nicht dich? Ah nein, ich bin Berserker. Ist das gleiche. Und hier scheint wieder nichts zu sein. Okay, oh, okay. Ah, das sind Hegen. Ausdauer. Oh, das war gerade knapp mit der Ausdauer. Wow. Shit. Ja, ich hab's dann geschafft. Geh du mal oben lang weiter. Den langen Weg. Oder den Alternativweg, wie auch immer. Oh, hier sind sehr viele Gegner. Und jetzt bin ich runtergefallen. Lächer. Ich bin auf jeden Fall wo hochgekommen. Da hinten ist noch ein Haken, okay. Interessant. Oh, ich habe eine versteckte Kiste gefunden. Ja, sehr schön. Seelenspalter-Axt. Ja, und ich bin vermutlich an dem Weg, wo es weitergeht. Schau du dich mal da weiter um. Weil hier sind ja erstmal ziemlich viele Gegner. Oh, ich sterb gleich. Das sind viel zu viele Gegner hier. Ja, viel zu viele Gegner. Ich glaube nicht so viel Self-Rack. Mit dem 2 Sekunden Cast wird das nichts. ich gehe in die falsche Richtung, glaube ich, oder?
Wieso müssen Magi so anfällig gegen Nahkampfschaden sein? Na, du hast doch ein Schild. Ja, wenn ich von allen Seiten umzingelt bin, bringt mir das Schild wenig. Das ist richtig, ja. Boah, geht doch mal weg. Schmeiß mich doch nicht runter. Ich beginne an, diese neuen Skelette zu hassen. Okay, ich mache jetzt schnell mal hier die Tür auf und dann laufe ich auch zurück. Machen wir noch die Tür auf. Ah, hier ist ein Checkpoint. Ja, das ist doch schon wieder der Escape. Oh, warte mal, ich sehe da gerade noch was. Boah, diese Skelette, du kannst nicht mal über die drüber springen. Die treffen dich trotzdem. Beschwöre ich mich gleich Skelette. Also in so engen Sachen ist Magier echt schlecht. Er muss so ein Mittelbild finden, dass du auch ein bisschen Nahkampf mitmachen kannst. Ich habe hier eigentlich eine Nahkampfwaffe, aber die benutze ich nur nicht. Ja, das ist dann, ja. Vielleicht. Jetzt habe ich Skelette, die für mich kämpfen. Vorausgesetzt, sie folgen mir über die Haken. Endlich. Hat sich gelohnt, hierher zu gehen? Nein. Obwohl die 10.000 Gegner sind. Der Klassiker. Oh ja, nichts, absolut nichts hier. Echte Verarsche. Ja, dafür wüsste ich gern, wie ich hier hinkomme. Hier sind lauter Hegen von oben. Aber da komme ich von unten da dran. Ah, hier oben warst du anscheinend schon, oder? Fragen mich. Ja, genau, da, wenn du weiter geradeaus läufst. Schau mal, dreh dich mal um. Da, wenn du weiter geradeaus läufst, kommt's weiter. Schau mal, kommst du da vor oben hier irgendwo weiter? Ja. Warte mal, ja. Hier, ja. Weil da hinten ist mit Sicherheit noch was. Ja, hier geht's weiter. Au. Hab ich noch einen Verband? Ne, ich hab nichts mehr zum Healen. Bau dir das Paladin-Bild. Das ist auch übelst geil. Es geht auch richtig viel in Magie mit rein. Hallo, Tichitus Medius. Ja, die haben wir schon durch. Wir sind jetzt, das ist die dritte, oder? Ja. Wir sind jetzt schon in der dritten, Hollow-Dungeon. Boah, hast du noch was zum Heilen? Nein, fuck. Du liebst es, runterzufallen. Ausdauer. Du musst Ausdauer komplett vollladen. Heilung, Heilung, Heilung. Habe ich noch Heilung? Nö. Au.
Ich habe den Haken getroffen, bin aber trotzdem runtergefallen. Alter, wie sollst du das mit Level 15 schaffen? Das schaffst du mit Level 15, Alter. Das ist echt krass. Da brauchen wir hier 20. Ja, ich denke schon, dass es so designt ist, dass du es in der Gruppe machst. Vor allem halt wegen der Ausdauer. Du brauchst ja echt ultra viel Ausdauer hier. In welcher? In der ersten oder der zweiten? Oder in der dritten sogar? Wenn du in der dritten bist, in der Halle, da ist so ein Teleporter oben. Auf der linken Seite, glaube ich. Da musst du reingehen und dann kommst du zu der letzten Rune. Ich habe halt auch nichts mehr mit Ausdauer dabei, oder? Doch, Ja. In der zweiten. Weißt du noch, wo in der zweiten, in der großen Halle die Rune war? Oh, ne. Das weiß ich auch nicht mehr. Na, ich bin ein Idiot, Alter. Bin ich auf der falschen Seite losgesprungen. Oh, Alter, da brauchst du echt volle Ausdauer. Ich hab grad so das geschafft. Ist drüben? Ja. Ja, geil. Dann brauche ich es jetzt nicht nochmal machen. Es ist eine goldene Grab, glaube ich. Let's go. Ah, fuck, das kann ich jetzt nicht auf mir sitzen lassen. Ich will da auch rüber. Ja, ist aber nur die Kiste hier oben, sonst nichts. Boah. Boah, ich schaff das gar nicht. Mir reicht. Meine Ausdauer reicht nicht. Ich bin wiederbelebst du mich bitte? Ja. Was war drin? Da war ein Bogen drin und eine Stablila. Na toll. Also der Silberfuchsbogen, den du vorhin gezeigt hattest. Boah, aber die Rune der zweiten Halle, ich habe alles über der zweiten Halle vergessen. Ja, ne, vor allem, das schaut alles so gleich aus, danke. Oh, jetzt habe ich gar nicht drauf gesehen. In der Halle, dritte Dungeon, wo wir gerade sind, oder was? Ne, in der zweiten Dungeon. In der großen Halle, ich erinnere mich daran gar nicht mehr. Oh, ne. Hab ich jetzt gerade auch echt keinen Plan mehr. Aber in der zweiten Halle, da waren die doch eigentlich relativ easy zu finden. Ja, eigentlich schon. Ja, okay, man kennt's. Du meinst schon die Halle hier drüben, oder? In der Nähe von Samets Vermächtnis, richtig? Ich vermute mal, der Dungeon hier haben wir auch noch was übersehen, oder? Kommt jetzt gleich ein. Ach nee, da müsste ja noch Abschlussquest, Belohnung kommen. Oder ein Boss. Warst du geradeaus schon? Welche meinst du dann? Weil das hier ist ja die zweite, die bei Samets Vermächtnis. Die erste ist hier unten. Beim Startgebiet. Und die dritte ist dann hier bei der Bergbauschacht. Wo wir gerade drin sind. Ah, okay, der YouTube-Chat funktioniert. Super. Das hatte mich gerade gefragt, ob man den sieht im Stream oder nicht. Ach nö, wir sind schon wieder. Die dritte. Da musste den Teleporter in die erste Etage und dann ist rechts, auf der linken Seite ist da noch ein Teleporter auf der ersten Etage, in den musst du rein und dann kommst du zu der letzten Rune. Wenn das bei ihm auch die letzte Rune ist. Ja, das ist die schwerste Rune. Würde ich jetzt mal sagen. Okay, du gehst nach rechts, ich gehe nach links. Was ist bei dir rechts? Achso, okay. Ist da was? Liegt ganz nach hinten durch. Nee, ich schaue hier gerade, ob in der Ecke irgendwas ist. Das sieht nämlich so aus. Okay, nee, ist doch nichts. Aber hier sind verflucht viele Gegner ganz hinten. Und Fallen, bei mir zumindest. Das hier sieht... Boah, Alter, was sind das für Fallen?
Ich stecke in der Wand drin. Ich stecke in der Wand drin. musst mal schauen, welche Teleporter. Also irgendein Teleporter führt dich dahin. Erik, ich habe ein Problem. Ja, ich auch, meine Waffe ist kaputt. Ich stecke in der Wand drin. super, und ich bin hier reingeflogen, komm nicht mehr raus. Boah. Ach du Scheiße, oh nö. Boah. Hier hinten hätte ich noch gar nicht reingedurft. Da wär, die NPCs hätten die Tür aufgemacht. Und ich hab nichts zum Sterben, oh Mann. Na super. Ich auch nicht. Ich schlage einfach mal auf die Tür ein. Ah, ich kann ja den. Kann man das zerstören? Oh, zum Glück, das kann man zerstören, zum Glück. Musst einfach mal testen, die Teleporter, auf der ersten Etage. Irgendein Teleporter sollte sich dahin bringen, wo du dann rüberspringen musst, auf so einen Pillar, wo dann die Rune sein sollte, in der Mitte davon. Alter, ich komme hier nicht raus. Ich bin frei, zum Glück. Ich habe so ein scheiß Stahltor vor mir. Ich habe hier auch ein Stahltor. Ah, da ist eine Tür bei mir, aber die braucht ja, Schlüssel. Ja, bei mir auch, aber ich bin innen. Bin über das Gitter drüber geflogen. Oh. Komm mal bitte zu mir, ob du mich hier befreien kannst. Moment. Ich will mir noch schauen. Oh, hier ist Miasma. Ah ne, doch nicht, das lädt nur auf. Okay, die Tür kann ich nicht aufmachen. Wo bist du da rein? Links auf die Plattform? Nee, ich bin unten, da wo die ganzen Feuerbälle sind, ganze... Ah, ich hab die Tür offen, endlich. Okay. Oh, ich bin raus, okay. Oh, da ist ein Schalter, hab ich gar nicht gesehen. Jo, bei mir auch. Oh, ich wette, alle Türen gehen auf, alle Gitter gehen auf, wenn ich den Schalter drücke. Ja. Und ich hab so gut wie keine HP. okay, gut, Glück schaffen wir schon A. Ich kann ja meine treuen Begleiter beschwören. Du musst mal... Richtige Skelettarmee habe ich gerade hier. Ja, und das sind zwei Türen und ich bin über eins drüber geflogen und habe die quasi gemacht, bevor die sich geöffnet hat. Oh, Gott sei Dank. Oh, bei mir ist auch ein Boss. Autsch, ich bin tot. wie war... Achso, in die Richtung. Jetzt habe ich meine ganzen Skelettbegleiter verloren. Schade. Oh, kann ich da drauf? Kann ich da drauf? Nein, kann ich nicht. Oh, zwei Waffen sind scheiße. Hm. Ah, nicht runterfallen. Hast du es gefunden? Digitus? Nein, jetzt bin ich tot. Ich muss hier gerade gegen Miniboss kämpfen. Ja, ich eigentlich auch. Bleib einfach mal hier liegen, bis du fertig bist. Ach, scheiß drauf, nee, das dauert mal zu lang. Oh, habe ich nicht noch irgendwas Starkes, Einhändiges dabei? Nein. Hast du alle Teleporter versucht?
vor allem, wir müssen die Dicken platt machen. Ich dachte, ich kann den besiegen, indem ich mich auf eine Plattform stelle, aber der kann mich trotzdem treffen auf der Plattform. Ich stehe auch gerade oben drauf. Oh, ah, nee, wie viele Skelette denn noch? Ich bin auf so einer Säule oben drauf. Ah! Oh. Wir haben auch ein Stück gebraucht, bis wir alle gefunden haben. Das ist schon ein komplexes Rätsel. Musste jeden Pfeiler durchschauen, ob da eine Rune drin ist. Oh. Und oben halt schauen. Oh, jetzt bin ich schon wieder tot, Alter, leck mich doch. Ich auch. Warte, wir lassen uns zusammen machen. Ja, was wollte ich gerade sagen? Nur nicht ins Feuer. Aua, ja, habe ich gerade gemerkt. Ich bin runtergefallen, sonst hätte ich dich heilen können. Kettenheilung. Nein. In den Feuerball rein. Passiert. Komm am besten zu mir, da kann ich dich gleich heilen. Ja. Oh, bist schon da. Blauer Knochenstrom. Versuche ich mal, ob der effektiv Schaden macht. Wo ist der? Da hinten. Der hat sogar seinen HP nicht resettet. Ja, geil. Vermutlich, weil du in dem Moment gekommen bist. Der Knochenstrom macht gut Damage. Oh, Ritterhose. Einundfünfzig physisch und 20 Magie. Oh, ist geil. Jetzt müssen wir noch nach rechts das gleiche machen. Nur der hat volle HP und da sind noch einige kleine Monster noch am Leben. Ja, die kleinen kannst du durch die Feuerbälle. Da ist, sind durch so ein Nagelbett. Nur. Ah, okay. Also hattest du im Prinzip die bessere Plattform. Ja. Okay, der Säurebiss macht dir nichts aus. Au. Ah! Ja, den krieg ich gar. Diese 2 Sekunden Heil. Castzeit sind echt fatal. Hab ihn. Wo ist mein Loot hin? Silberschussbogen. Deinen Grabstein habe ich nicht aufgesammelt. Warte mal, da war 73 Meter, hä? Irgendwo da hinten ist dein Loot. Ah, da hinten links. Ah. Wahrscheinlich beim Schalter, denke ich mal. Ja, hier. Genau. Weil die alle auf einmal auf mich zugekommen sind. Autsch.
Ich versuche alles aufzuheben, weil die Kristalle können wir, brauchen wir wahrscheinlich. Ah, das wollte ich nicht. So. So, bist du hin wieder nach oben teleportiert? Nee, ich loote noch. Hm. Zur Sicherheit. Au. Perfektes Timing. Ich bin noch blöd. Ich laufe gleich mal weiter, weil da ist ein Stun Safe Room. Ah ja, genau, hier ist das Ende. Hier ist die goldene Kiste. Keine Ausdauer. Oh. Fest abgeschlossen, ja. Was habe ich gekriegt? Düster, graue und finsterer Halbmond-Magierstab. Oh, nice. Hört sich interessant an. Das ist ein Zweihandstab. Ah. Wie viel Schaden? 40. Ah. Also jetzt nicht wirklich stark. Ich habe 47. Ja, schon, du hast ja 25er, ja. Die nächste Dungeon wird interessant. Da finden wir Stuff, das wir auch, den wir auch gebrauchen können. Das hieß ja eigentlich, dass da legendäre Sachen drin sein. Also bisher ist nichts drin gewesen an legendären. Ja, vielleicht, wenn man so ohne der Quest rennt. Oder dann eben die 25er, die letzte. Das kann auch sein. Naja, ist es wirklich die letzte? Es hieß ja eigentlich, in jeder Biome ist eine. Und wie viele... Ah. Oh, das ist blöd. Alle Teleporter durch, nichts gefunden. Dann schau mal in jeden Pfeiler nach. Ja, auf jeden Fall, die Waffen kann man ja immer aufwerten, aber das Level halt. Hm. Du findest den. Ja, hat gerade jemand bei mir geschrieben. Das Aufwerten, ja, aber wie gesagt, 25 wäre halt noch geil. Weil die sind schon ganz. Aber hübsch sind sie. Geil ausschauen tun sie auf jeden Fall. Und die nächste Dungeon müsste ja dann eigentlich eine 25er sein. Pass auf, ist eine 30er. Ja, würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn das noch höher geht. Achso, ich warte mal am Ausgang, falls es der Ausgang ist. Ich blicke hier nochmal durch, wo wir hier schon waren und wo nicht. Digitus, in jedem Pfeiler müsste mindestens eine drinne sein. Ich glaube, in einem oder zwei sind sogar zwei drinne. Ja, genau, Max Level ist 25. Bin ich jetzt richtig oder bin ich jetzt falsch? Also wir haben ja, wir sind ja schon 25. Okay. Und die Tür ist nicht offen. Du musst da zurückkommen und mir helfen, ich weiß nicht wo lang. Na halt, du springst runter zu dem Teleporter und dann wieder rauf auf die Plattform. Ich weiß gar nicht mal, ob ich hier richtig bin. Ja, also unter 25 glaube ich. Wo bin ich denn jetzt? Beim Teleporter die Tür, richtig? Ja, halt da, wo wir die zwei Gegner gemacht haben, ist auf der unteren Ebene der Teleporter. Und dahinter die Tür. Ja, dann nimmst du den Teleporter, genau, und dann dahinter die Tür. Den Teleporter nehmen? Ja. Weil davor ist ja auch eine Tür, vor dem Teleporter. Oh, warte mal ganz kurz, ich muss jetzt mal kurz hier die Tür aufmachen, damit ich... Ah ja, da ich höre Vogelgezwitscher, passt. Na halt unten Teleporter nach oben und dann einfach hin durch den hinter dem Teleporter durch das durch den Torbogen. Ja, wo kommt denn ihr jetzt auf einmal her? Nee, doch bei den Teleportern. Die Gegner, nicht. Die Gegner sind schon respawned. Boah, ich muss echt sagen, Zweihandwaffen finde ich mal richtig scheiße. Ja, sind auch die schlechtesten Waffen, habe ich gelesen. Digitus muss mal zu der Tür gehen und schauen, wie viele dir fehlen oder ob die tatsächlich bereits offen ist. Weil wenn keine Pfeiler, wenn alle Pfeiler leer sind und oben auch nichts ist, müsste die eigentlich offen sein. Auch noch mal komplett durchgeskillt. Mir fehlen noch eigentlich rund um die Wüste die ganzen Skillpunkte auch. Komm ich mal abholen, ich bin verloren. Ich sag, meine Mainwaffe ist eigentlich die 1, aber... Die ist im Arsch. Warte, ich komm. Weiß auch gar nicht, ob ich jetzt so geil geskillt bin. Ich hab das auch nur nach einem Bild gemacht. Einer fehlt.
Einmal, nee, ich kann gar nicht mehr zu dir laufen. Oh. Ja. Ich muss jetzt quasi nochmal die komplette Dungeon durchrennen. Ja, du musst ja eigentlich nur da, wo wir die zwei Dinge gemacht haben. Ja, nur dummerweise jetzt im letzten Raum. Ging mir die Waffe dann im Arsch. Hä, ich bin doch richtig, oder? Ja, wie gesagt, du kannst ja mal gucken. Das war jetzt, wie gesagt, nach einem Bild, das ich mir von einem YouTuber oder so rausgesucht hatte, aber das ist noch nicht fertig. Mir fehlen noch Skillpunkte. Weil das war jetzt von Anfang an. Ich wollte erstmal so das Spiel spielen und dann habe ich halt nicht mehr wirklich viel umgebaut. Dann habe ich es einfach so gelassen. Weil jetzt mit der Einhandwaffe komme ich auch super klar. Ja, wie gesagt, das wollte ich dann später noch machen. Ich wollte mir erstmal so die ganzen Builds so generell anschauen, auch wie Magier ist und so. Und da werde ich auf jeden Fall generell dann noch selber umbauen. Und dann mal schauen. Ich bin so lost, wirklich. Von hier sind wir doch gekommen, oder? Na halt, wenn du bei den zwei Riesen, wo wir waren, kannst du ja in die Mitte runterspringen, dann ist da ein Teleporter, der dich wieder auf die obere Plattform bringt. Von der wir nach rechts und links geflogen sind. Ach so, auf der oberen Plattform die Tür. Genau, auf der Okay, oberen okay. Plattform hinter dir durch das Ding. Okay. Ey, das ist echt ein Labyrinth hier. Ja, schaut da alles auch gleich aus. Hm. Das ist ja, wo ich mir finde, glaube ich, hier. Weil das hatte ich ja erst. Ich habe ja erst die letzte Stufe gemacht. Von meinem Feuer. Jetzt müsste ich mir hier noch die restlichen Skillpunkte holen. Damit ich überhaupt mal alle habe, weil siehst ja, bei mir fehlt noch ein bisschen was. Ich war eigentlich, glaube ich. Ja, wir sind jetzt in der dritten. Jetzt bin ich richtig. Hier war ja die erste, die zweite und das ist jetzt die dritte quasi. Seid ihr schon weiter oder? Ja, bei uns jetzt die Gegner, die waren halt jetzt Stufe 20. Zwar jetzt 10, 15, 20. Plasma-Block, okay. Das schaut auch schon geil aus. Also Ektoplasma-Splitter habe ich genug. 175. Ah, okay. Ja, na, die erste, die geht noch gut rein, die zweite auch, aber jetzt so ab der dritten zieht schon an. Aber dann der Schwierigkeitsgrad schon ein bisschen höher. Also ich bin jetzt echt einmal gespannt. Ich glaube jetzt so die nächste. Willst du noch die Dürfte dritte schon machen? ziemlich knackig werden, wenn die auf unseren Level sind. Komm schon, die dritte geht noch. Die vierte. Nee, nee, ich muss dann jetzt auch so langsam Cut machen. Ja, das kenne ich. Das kenne ich aber mit den Bugs. Das hatte ich auch schon jetzt ganz oft. Also hier bin ich echt bis jetzt super verschont geblieben. Ich hoffe einfach mal, das bleibt auch so. Natürlich auch schon sehr geil aus. Also diese rote Marmorblöcke, die sind schon verdammt edel. Hast du den Ectoplasma-Block schon ausprobiert? Nee. Kann ich dir geben, ich habe 219 Stück. Wo hast du die schon wieder gefunden? Die war doch in der Kiste drinne. In der silbernen Kiste, wo du Ach so, runtergefallen ach bist. so. Ja, hau mal her, hau mal her. Können wir gleich mal ausprobieren. Wo probiert man die aus? So muss ich ja, ich will die mal ins Inventar packen, zum Ausrüsten. Ich pack noch das ganze Zeug hier weg. Alter, schaut das geil aus. Moment, ich komme gleich. Was? Warum wurden jetzt die Nachrichten von einem Moderator gelöscht? Also ich habe jetzt keine Ahnung, warum du jetzt gerade ein Timeout bekommen hast. Wahrscheinlich Automod von Streamlabs. Oder Stream Elements meine ich. Du benutzt ja Stream Elements. Oh, die sieht echt geil aus. Boah. Okay.
Ja, er hat jetzt eigentlich ganz normal geschrieben und einen Timeout bekommen. Lol. Also ich weiß jetzt nicht, was er zuletzt geschrieben hat. Ja, ich hab bei mir, muss bei mir Twitch Automod schauen. Twitch hat auch einen Automoderator. Ja, also ich glaube jetzt gerade der Automod hatte ich auch, weil der einzige Mod, der jetzt gerade aktiv ist, streamt ja gerade mit mir das Spiel hier. Ja. Und ich schaue ja nicht auf den Chat eigentlich. Bei dir zumindest. Ah, okay. Ah ja, okay, du hast mir ein Bild geschickt. Ich glaube, ich muss den Mod mal ein bisschen noch runtersetzen. Ich habe bei mir den fast komplett deaktiviert, glaube ich. Ja, das werde ich jetzt dann, glaube ich, auch bei mir machen, weil das dann die Leute mal ein Timeout bekommen wegen... Keine Ahnung was. Also ich habe das minimalste Mögliche also reingemacht, also so Schimpfwörter und so sind gefiltert. Boah, schau mal, das schaut als Boden halt auch killer aus. Oh ja. Oh, lass das doch so hier an den Seiten. Der Boden und in der Mitte dann der. Ja, glaube ich. Ich glaube, das werde ich auch so machen, aber mir reichen die Steine nicht. Ey, was brauchst du, um die zu craften? Ich muss dich jetzt nochmal gucken. Wo ist, Warte, ich könnte aber was anderes machen, oder? Wo ist ein Werkbank hier bei dir? Bin ich blind? Ja, beim Schreiner hier vorne rechts. Du kannst hier im Tagebuch nachschauen auch. Ich mach mal was anderes. Ah, du könntest herstellen, wenn du Feuerstein hast. Ich habe dir 175 Splitter gegeben. Stimmt, ja. Du brauchst nur Feuerstein und Ektoplasma-Splitter. Aber ich habe noch eine andere Idee. Das bringt wieder. Okay. Ja, das klingt auch sehr interessant. Naja, also bis jetzt bin ich hier mit Bugs eigentlich echt gut verschont geblieben. Ja, bei Stream Elements hat ihm Timeout gegeben, steht doch da. Also muss Stream Elements Mod ausmachen. Ja, ne, das werde ich auch so ausmachen. Weil er schreibt, welche Bugs das Spiel hat. Und kriegt ein Timeout. Das ist echt seltsam. Ich zum Beispiel habe bei mir Streamlabs Mod komplett ausgemacht. Also ist bei mir nur der Twitch Mod aktiv. Entschuldigung. Sie hat es geschrieben. Oh, tut mir leid, sie. Was du jetzt sie als ihn bezeichnet? Ich weiß gar nicht mehr, was ich gesagt habe. Ich weiß es auch nicht. Das ist richtig. Aber zu meiner Verteidigung zumindest, ich stream noch nicht lang. Ich auch nicht. Obwohl ich vor 7 Jahren schon angefangen hatte mal. Aber nicht aktiv gestreamt. Nee, das lasse ich. Aber nee, der Boden ist cool. Der ist echt cool. Oder halt der Block, besser gesagt. Da könnte ich mir vorstellen, könntest damit eine richtig geile Kirche machen, weil du kannst ja diese Fenster, wie heißen die? Ja. Diese Fenster damit machen. Ja, diese Kirchenfenster, ich weiß schon, was du meinst. Achso, die hatte ich eigentlich da. Ja, jetzt habe ich überall wieder irgendwas angefangen zu bauen. Ja, das ist schwer. Keine Ahnung, also ich würde sagen, Männer gehen standardmäßig davon aus, dass man mit Männern trifft online. Also die meiste Zeit. Wir sind halt dumm. Ja. Antoine, jetzt kann man noch nicht mal was dazu sagen, weil du ihr auch noch die Vorlage geliefert hast. Ist doch nur wahr. Also das Spiel streame ich, also streamen tue ich jetzt tatsächlich zum ersten Mal. Aber dann würde ich dir gleich mal ein Follow da lassen. Wenn du auch streamst. Stimmt, man hätte ja nur aufs Profil drücken müssen, ne? Dankeschön. Gleich auch mein Follow da gelassen. Oh. Ah, Mann, jetzt mit den ganz neuen Blöcken. Ich habe eigentlich schon wieder... es ist schon spät, okay? Nur ich muss eigentlich auch früh raus. Und wenn ich länger als 4 wach bleibe, dann verschlafe ich wieder. Das ist ungünstig.
Aber ich muss sagen, also die Erweiterung, was, wie findest du eigentlich das Update? Finde ich tatsächlich auch, vor allem, ich finde es geil, mal so, was die im Early Access jetzt eigentlich schon machen. Und auch so ein Riesen-Update raushauen, was irgendwie andere Spiele nach Release nicht auf die Reihe kriegen. Oh ja. Vor allem Palworld, da warten wir auch noch auf ein Update. Und Enshrouded hat ja einfach mal getoppt mit dem schnellen Update. Und jetzt die Macher von Enshrouded sind, ich weiß jetzt nicht, was die jetzt als so riesig bezeichnen kann. Und das finde ich richtig, richtig geil, dass es halt tatsächlich jetzt mittlerweile wieder Studios gibt, die tatsächlich auch was bieten. Hm. Hast du das mit Palworld übrigens mitbekommen? Was? Die weigern sich, das zu verkaufen. Die wollen kein großes Spiel daraus machen. Die wollen ein Spiel mit Leidenschaft entwickeln, genau, ja. Und die wollen nicht, dass ein großes Studio das zerstört. Das finde ich nice. Ja, auf jeden Fall. Ja, wir beide sind aus Bayern. Beziehungsweise genauer zu sein, Oberfranken. Oh, mit Georg Afriba darfst du mich nicht fragen. Wie meinst du das? Welcher von uns? Wer von uns rollt das R so? Karin Iwora oder Sashiro? Ich bin Sashiro. Der richtige Bayer. Der richtige. Wer von uns ist der richtige Bayer? Oder wird's mir ins Blau überhaupt nicht? Rede vermutlich mehr mit Dialekt wie du. Ich es mir schon gut abgewöhnt habe eigentlich. Jetzt habe ich vergessen, was ich machen wollte. Irgendwas mit den ganz aus dem Konzept Blöcken gebracht hier. Irgendwas mit den Blöcken. Ah, cool, Gigitus, dass du es endlich gefunden hast. Ja, der Raum ist echt tricky. Muss man echt suchen, diese Fragmente, um die Tür zu öffnen. Bin tatsächlich auch ein bisschen älter. Dankeschön. Ah, jetzt nebenbei noch schnell WhatsApp. Das hat mir tatsächlich auch noch niemand gesagt. Aber danke. Oh. Nicht ganz. Weiß ich. Das ist eine schöne Zahl, aber wie man sagt, dann Zahl ist ja nur eine Zahl. Ich bin noch relativ jung. Digitus mit gerade mal 26. Ja, er ist 51 und spielt Enshrouded. Respekt. Oh, das erinnert mich an unseren Professor. Unser Professor an der Hochschule, kannst du es glauben, der ist ein Profi-Diablo-Spieler. Das ist natürlich auch cool. Der ist sogar in den Top 10 Ranglisten, das ist echt beeindruckend. Wobei Diablo. Ja, und der ist in den 60ern. Verdammt alt. Der spielt Diablo 3, der ist kein Fan von Diablo 4. Ja, Diablo 4. Ich bin jetzt kein riesen Diablo-Fan, deswegen bin ich da recht neutral. Also ich finde 4er jetzt eigentlich nicht schlecht. Sie wird nächsten Monat 26. Ja, schon gelesen. Da gibt es dann bestimmt einen Geburtstagsstream, oder? Können wir hier unten noch. Hier unten müsste ich jetzt eigentlich auch mal weiter bauen, oder wir? Aber ich habe es dann nicht mal geschafft, die Decke fertig zu bauen. Nein!
weiß nicht, ich bin nicht ganz zufrieden mit meiner Fensterkonstruktion. Da könnte mich vielleicht irgendwie ein Muster mit dem der Plasma-Block reintun, oder wie der hier auch nochmal hieß. Ja, das fände ich natürlich cool. Ja, er ist auch bei mir in der Beschreibung, falls es das aktualisiert hat, auch verlinkt. Theoretisch, eigentlich. Oder im Titel. Kann man da direkt draufklicken. Genau, das meinte ich eigentlich. Hey, wo sind jetzt meine Tonköpfe? Dankeschön für die Follow. Ach nee, ich hab ja hier Beine gehabt. Ja, mal schauen, als ein Shrouded werden wir bestimmt nochmal zusammen einen Stream reinhauen. Ja, ich spiel jetzt nicht so interessante Spiele und reden ist nicht meine Stärke. Ich habe jetzt, glaube ich, erst vor ein bisschen was über 2 Wochen generell mit dem Streamen so angefangen und habe jetzt eigentlich nur Dead by Daylight gestreamt und dann mal, wie die Testphase von Level Zero war. Aber irgendwie bin ich zurzeit total auf Dead by Daylight hängen geblieben. Ich frage mich, ob das geht, ob ich dein Streamchat bei mir mit reinmachen könnte. Das frage ich mich, ob das gehen würde. Was wir, das dachte ich mir vorhin schon, wir Ah hätten schlau sein können und einfach diesen Koop-Stream machen können. ja, das ist ja auch so irgendwie was von Twitch dabei mit diesem Koop-Stream, richtig? Richtig. Ich habe Nee, das nur nee, überflogen. es gibt ja dieses Koop-Streamen, also die Beta-Version, wo du in einem Stream, also wo jeder für sich streamt, aber zusammen in einem Stream quasi. Da kannst du auch Backstage mit den Leuten vorher reden und so weiter. Da kannst du quasi Leute in deinen Stream mit reinholen. Das ist so ein Beta-Ding. Aber ausprobiert habe ich es tatsächlich auch noch nicht. Ich hab's nur überflogen. Ja, das ist mir aber auch erst vorhin eingefallen. Das hätten wir machen können. Wir haben zwar jetzt keine Facecam an. Ja, Facecam wird bei mir vermutlich auch noch kommen. Aber ich hatte bis jetzt einfach keine Webcam. Theoretisch könnte ich natürlich mein Handy anschließen. Ich habe zwar eine, aber ich benutze sie nicht. Vor allem, weil entweder ist mein Raum zu hell oder zu dunkel. Ja, okay, also mit dem Handy hatte ich es ja, über Discord hatte ich es ja schon öfters. Das geht eigentlich, weil ich benutze ja dann das Nvidia Broadcast, was mich ja dann eher ausschneidet, beziehungsweise den Hintergrund wegcuttet. Ja, ob das so schmackhaft ist. Ja, du schon, also ich nicht. Oh, viele Komplimente heute. Ja, Mann, wenn man dich sieht, wird man direkt neidisch. Ernsthaft. Jetzt übertreibst du aber jetzt. Nein, ernsthaft, ernsthaft, ich bin neidisch auf dich. Ja, Du hast da hier einen war ich Fehler in gerade. der Wand, sehe ich gerade. Ich habe aber gerade keinen Hammer dabei. Ach so, das. Ja. Hier drin, das sind noch ein paar Fehler und nachdem es ja jetzt hier so coole Blöcke gibt, wird hier eh nochmal gewaltig umgebaut. Aber jetzt würde mich nur mal interessieren, ob man jetzt das Marmorzeug jetzt wirklich nur in den Dungeons bekommt oder ob es es jetzt auch in der offenen Welt gibt. Das ist eine Frage, ob die die Welt erweitert haben, weil wie gesagt, nach Norden Aber geht ich es nicht. schätze mal ja. Du warst ja öfter in der Wüste. Gibt's da auch irgendwo eine Barriere? Nicht, oder? Boah, ich bin nie weiter groß an die Barrieren gelaufen. Warte mal, dann kann ich mal schnell meine Lootkiste aufmachen. Und dann morgen können wir eigentlich in die vierte Dungeon. Könnt ihr mal versuchen mit diesem Koop-Stream, wie das funktioniert?
Ja, das können wir dann morgen tatsächlich mal ausprobieren, theoretisch. Mana Ring. Oh, den Mana Ring, den ich dir vorhin gegeben habe, jetzt gleich wieder bekommen. Warum geht jetzt meine R nicht? Jo, wir kennen uns. Familie sogar. Hä? Ja. Während ich im Miasma bin? Da waren es ja Miasma. Ach so, hier vorne nur, deswegen. Die haben einige Biomes überarbeitet, also kann schon passieren, dass es. Er ist der Mann meiner Schwester. Richtig. Schau mal, selbst die Skorpione finden dich zum Anbeißen. Oh, die sind Level 30, ich mach bei denen keinen Schaden. Schaffst du schon, ich glaube an dich. Jetzt wärst du aber fast draufgegangen, du. Ich sterbe vergiftet. Bin ich mal kurz aufgestanden. Hast du gehört, Erik? Ja, aber die wohnen nicht in Deutschland. Wieso rennst du weg? Heb mich doch wenigstens auf. So, ja, ich musste kurz zum Kleinen gucken. Ach so. Jetzt war ich überfordert kurz. Sie ist etwas weit weg, also das wird schwierig. Ja, sie lebt in Irland. Also. Oh, ich habe echt überhaupt nichts zu heilen dabei. Höre kein Nein. Weiß nicht, ob man nach Irland ziehen will. Also theoretisch ja. Das stimmt ja. Ja, das hört sich schon lustig an. Meine Farben haben noch. Dann, ja, glaube ich, so langsam Karten machen würde. Das stimmt. Das ist wohl auch richtig, ja. Hier war ich noch nicht. Level 30. Ja, den Spot, also den ich da vorne habe, den würde ich dir auch empfehlen zu holen. Ja, komm, mach jetzt deine Deckung weg. Ja, ich bin bisher nur Weil dann bis kann. zur Eisenmine gekommen. Mehr weiter bin ich nicht gegangen. Oh, das war hier immer so easy, schön einfach nur reinrennen. Laufen hier diese Dicken rum. Die Tür ist abgesperrt. Wie bist du da reingekommen? Durchs Fenster an der rechten Seite. Ah, da. Ich habe nochmal den Bogen bekommen, den Schattenfluch. Ja, die nehme ich jetzt nicht immer mit. Oh. Alter, was ist denn hier los? Also die Gegnerdichte ist schon ziemlich hoch. Ja, normalerweise ist es auch sehr ratsam, gerade hier unten, weil du kriegst so viel Schrott und so weiter hier unten. Aber dann, wenn ich mal länger Enshrouded spiele, dann laufe ich hier wirklich auch eigentlich jede halbe Stunde mal durch. Ja, genau. Sag, wann folgt denn der mir hier hin? Oh. Komm, jetzt unerwartet. Ah, mein Job. Ich will nicht dich heilen, ich will nicht dich. Lass los. Genau, heilen, Gegner. Ja, der wollte den Target jetzt gerade nicht loslassen, deswegen konnte ich dich nicht anschauen. Ist es geil, ne? Ich kann dich heilen, aber ich kann mich selbst nicht heilen.
Dazu kann ich halt Magier, wie gesagt, das war noch so eine Klasse, die will ich eigentlich noch ausprobieren. Ah, jetzt. Eigentlich brauche ich die strahlende Paladinplatte jetzt auch nicht unbedingt, aber nehmen wir mit. Ja, richtig. Bist denn jetzt wieder hingeklettert? Wie bist du da Ach so, hochgekommen? sorry, ich habe vergessen. Unten durch die große Tür und dann Ah. einmal nach rechts. Ah, da. Das kann ich dir nicht beantworten. Wo ist denn das blöde Vieh jetzt? Wahrscheinlich, weil ich sehr früh mit Englisch angefangen habe. Vielleicht deswegen. Ich merke auch langsam, dass das Deutsch sprechen etwas schwierig wird. Ich habe keine Ahnung, wie du da hochgekommen bist. Warte, ich kann. Jetzt haut er wieder ab. Warte. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Da bist du. Komm her. Ja. Hier. Komm her. Komm her. Wieder durch das Fenster. Ach so, du bist schon draußen. Okay, komm mit. Ach, da hoch. Das habe ich übersehen. Dann hast du hier einmal den goldenen Gleiter drinnen. Oh, ja, wenn man nicht wieder runterfällt. Den snack ich mir. Das kannst du machen. Wo ist der da? Weil ich habe nur den mit 200%. Hast du den noch nicht? Habe ich dir den nicht gegeben? Ah, doch, auf den anderen. Aber nicht auch, ich habe ja neu angefangen. Ach so. Für Streamen. Ja. Hier oben kannst du nochmal aufs Dach und die andere Truhe holen. Wenn mich nicht der Drache gleich tötet. Schaffst du schon. Sein neuesten braucht man für die Dietrich. Ich hatte eigentlich einen 3% Lebensraubring, aber den habe ich abgelegt, weil 3% ist ein bisschen schwach, finde ich. Ja, ich glaube, ich habe den sogar dran. Also, das macht dann schon Ah! Lass mich in Adleraugenhandschuhe. Ja, die Ruhe! Lass nehmen mich in Ruhe! Geh weg! wir. Oh. So blöde Husten nach. Boah, ja, schmeiß mich runter! Durch Fallschaden gestorben. Kannst mich aufheben, zufälligerweise? Gerade schlecht. Komm, komm, komm. Schnell, schnell, schnell. Danke. Ich will endlich den ewigen Säurebiss haben, der ist übel stark. So hat man das Danke jetzt noch gehört. Ich habe außerdem so mein Mic gemutet. Denke ich, glaube ich. Keine Ahnung. Oh, jetzt auch. Na, scheiß auf die Adler. Augenhandschuhe. Jetzt mach doch deinen Doppelsprung. Und die nächste Dungeon müsste eigentlich hier irgendwo sein. Bestimmt. Ah ja, da oben ist sie. Aber die machen wir jetzt nicht auch noch. Ich müsste dir jetzt sagen, ich will wirklich langsam Cut machen. Da haben wir für morgen noch was.
Ah, du hast vergessen, mich aufzuheben. Du warst tot? Ja, hab ich doch gesagt. Ups. Der Drache hat mich runtergeschubst und bin dann durch Fallschaden gestorben. So. Ich kann da nochmal zurückkommen. Nee, ich habe jetzt schon Das ist mir. wiederbelebt, ich muss nur meine Sachen jetzt holen. Müsste hier mal meine Kisten so langsam durchsortieren. Richtiger Messi, deine Kisten. Ja, Mann. Boah, der Gleiter von 200 zu 250% ist echt ein großer Unterschied. Ja, auf jeden Fall. Der letzte Kleider, der ist auf jeden Fall ein Must-Have. Ist das Flammenschild ein neues Schild? Das hatte ich in der Dungeon Hast du das bekommen, auch? ja, in der Dungeon. Ja, cool. Das ist alles Zeug, was Warte, außer Dungeon ist. Okay, wie komme ich jetzt da wieder hoch? Ah, hier lang. Viele Knochen, naja. Also, eigentlich müsste ich mir jetzt schon aus Prinzip so einen Kopf an die Wand in Mobs. Nicht genügend Ausdauer, ja. Ich trinke Energy, das reicht doch auch, oder? Großer Rucksack, brauchst du noch einen großen Rucksack? Ich habe einen großen. Den Okay. habe ich erst hergestellt, vorhin, als ich die Heilung hergestellt hatte. Wie komme ich jetzt da hoch? Nochmal. Welche Wanddekorator, da war's. Brauche ich dafür noch Holzbretter? Hast du zufällig vier Holzbretter einstecken? Nicht einstecken, aber ich habe genügend auf meinem Safe. Ich hatte es dir angeboten. Nö, gar nicht. Ich kann ja gleich rübergehen, Moment, wenn ich auch meine Sachen geholt Ah, habe. ich habe bestimmt noch irgendwo Holz. Warte. Hier müssen wir reinschauen. Ja, das ist ein Hartholz. Das ist ein Palmholz. Nö. Alter, das gibt's doch gar nicht. Ich hätte kein Holz mehr. Ich hol's schnell. Ja, das wäre nett. Oh. Ich habe bisher auch nicht angefangen, eine Base zu bauen, weißt du? Ich habe immer noch das eine Dorf da übernommen. Ja. Ich habe eigentlich tierisch Bock, hier alles abzureißen. Wenn die Truhen nett wären, ne, würde ich halt einfach die Flamme wegmachen und gut, Knut. Ich bring dir 200 mit. Aber ich weiß nicht, was mit den Inhalten der Truhen passiert, wenn ich die Flamme jetzt einfach kill. Jetzt meiner wird. Das bleibt alles bestehen bis zu einer halben Stunde eigentlich. Ja, schau, aber darum geht's mir. Das soll ja alles weg. Da musst du dich ausloggen und in einer halben Stunde warten, dann ist alles weg. Ja, schon, aber Ich kann dir den nicht Inhalt der beitreten. Truhen. Den Inhalt der Truhen möchte ich jetzt nicht unbedingt. Okay, warte, ich starte neu. Was ich mit meiner alten Base, mit meiner kleinen alten Base gemacht habe, ich habe eine temporäre Base gemacht und alles in die Kisten dort rein. Ja, das müsste ich dann auch machen. Oh, Barriere gelüftet. Kannst rein. Also diese rote Marmorplatte, ich feier die richtig. Ich würde gerne wissen, wie dieser neue Lichtblock aussieht. Wieso komme ich nicht Ja, rein? warte. Ich Weiß ich nicht. starte mal neu. Hast du. Du, wo sind denn die Lichtblöcke? Ja, erstmal. Ich wieder herstellen. Was sind denn jetzt diese blöden Lichtblöcke, die neuen? Shit, herstellen. Die waren relativ Ah, weit warm oben. weißer. Ach so, da braucht man diese warm weiß leuchtende Substanz, ne? Jetzt. Warm weiß leuchtende Substanz. Boah, Alter.
Da braucht man ja wieder kaum Sachen. Holzsäure auch noch. Warte, ich hol's. Holz, Hast du Holzsäure? hol, ja, Holzsäure und Knochenmehl was. Ja, Knochenmehl habe ich. Okay, dann bring ich so Holzsäure mit. Was kann ich eigentlich mit den Riesenknochen machen? Keine Ahnung, diese neu. Ja, ich muss halt auch endlich mal mein Labor aufbauen, ne? Oder habe ich dazu sogar Holzsäure noch? Können wir mal so einen leuchtenden Block herstellen? Ich bringe 28 mit, Ach ja, sollten reichen, oder? der hat ja auch noch eine Quest. Ja. Ach so, ja eben, was kann denn der jetzt Neues? Zeugs. Ohne Schmuckkästchen, ja, okay. Dann kann man nur so kleinen Scheiße noch herstellen. Kann man bei der, ach so, bei der Bäuerin kann man jetzt die Topf pflanzen. Ah, komm mal gleich mal hier runter, bitte. Hast du es mir schon geschickt? Nee, ich bin gerade dabei. Jo. So viel Holzbretter hätte ich nicht gebraucht. Ich habe genug. Ich habe noch über 200. Okay, das leuchtet. Alter. Sehen auf jeden Fall besser aus als die blauen, finde ich. Ja, das definitiv. Aber kann man mit Sicherheit auch coole Sachen mitmachen. Ich überlege, ob ich hier nicht einfach überall den roten Boden mache. Ah, ist falscher Knopf. Wow. Sieht auf jeden Fall richtig gut aus. Ja. Also die neuen Blöcke, ich feier die generell, die schauen schon ziemlich geil aus. Halt jetzt, wo ich so langsam am fertig werden bin mit meinem Zeug, müssen natürlich neue Blöcke kommen, dass ich gleich wieder von vorne anfangen kann. Ja, ich brauche jede Menge Teer, weil ich glaube, mit dem Hallen der Loschen Ich weiß nicht, ob es noch andere Wege werde gibt, ich. herzukriegen. Aber ich müsste jetzt nur also Nahrung verbrennen lassen. Na, ich glaube, das gibt. Boah, gibt es noch andere Möglichkeiten? Teer? Ich habe Teer noch nie gebraucht. Bin auch immer so craft-faul. Ja, weißt du zufällig noch, oben, auf welchen Weg man Teer bekommt? Drücke ich mich schon wieder. Ach, das ist halt schon brutal hell. Mache ich da jetzt den Boden weiter oder den Holzboden lassen? Passt denn gut zu dem Rot? Ah, genau, Feuerstein können wir gleich mal ein bisschen. Ah, magst du noch schnell Feuerstein holen? Kohleofen sagt der Digitus bei mir. Stimmt. Ah, ne, Kohleofen ist ja der andere. Ist ja der Lehmofen, ne? Ja. Oder? Ach, da können wir jetzt Blumentöpfe herstellen, okay. Ah ja, da.
Aus Holzscheitel und Erde. 20 Stück. Ah ja, okay, na, das geht ja voll klar. Ja, genau, Teer. Holzscheide, Erde, ja. Hm. Na, dann weiß ich, was ich morgen machen werde. Ich habe hier schon mal alle Wände ausgetauscht. Tausche ich halt nochmal alle Wände aus. Auf zu Runde 2. Ja. Doppelt hält besser. Man hat ja sonst nichts zu tun. So, dann sortiere ich noch schnell alles ein und dann würde ich sagen, ist Cut für heute. Ich bin da schon langsam müde und trockene Augen. Darf ich meinen Feuerball benutzen? Und dann töte ich dich. Das hat Steve das letzte Mal schon bei mir gemacht. Ich weiß nicht, das habe ich dir, glaube ich, schon erzählt, ne? Ja, hast du. Weil hier an dieser Wand waren mal ein paar mehr Köpfe gehangen. Und er hat vom Thronsaal aus einfach gegen die Wand geschlossen und einfach alle Trophäen kaputt gemacht. Weißt du, wo ich das machen muss? Bei Chiller Gorilla in der Bibliothek. Der bringt mich um. Das glaube ich auch. Weil diese Bibliothek, das ist schon krass viel Arbeit gewesen für ihn. Jetzt will ich auch diese roten Tische hier, Mann. Ich will die ganzen neuen Sachen schon wieder. Außer hier drin, würde ich es. Wobei der Bronzeboden und diese roten Platten schauen bestimmt auch geil aus. Wie meinst du das? Da kann Tier. Na ja, was? Sie hat bei mir geschrieben gerade. Ach so. Da kann Knight, okay. Ach so, ja. Ah, Darker Knight spricht man das aus. Okay, gut. Zum Glück hast du an damit angefangen. Ich habe es vermieden, den Namen zu sagen, weil ich mir nicht sicher war. Ja, ich hatte gerade Probleme, das zu lesen. Meine Augen sind nicht die besten. Ich hab das Y nicht erkannt. So, zurück zur Desktop. Verbindung zum Server wieder getrennt. Richtig. Adios. Enshrouded. Löschen. So, also. Dann wünsche ich noch eine wunderschöne gute Nacht. Gute Nacht. Und hat viel Spaß gemacht. Danke nochmal an dich fürs Reinschauen. Ja, wir werden ja bestimmt nochmal kurz Discord quatschen. Oder streamst du weiter? Nee, ich mach dann auch raus, wie gesagt. Ich hab ja morgen. Alles klar. Muss auch früh raus. Okay. Dann Darker Knight. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und gute Nacht. Danke fürs Reinschauen. Du auch, Titus, bei mir auf YouTube. Vielen Dank fürs Reinschauen. Jo, also. Bye bye. Ciao.